Kurzer Hinweis, ich musste die Flummi-Aufnahme für die ersten 6 Minuten nehmen, weil meiner im Arsch ist, bis ich dann zum Glück aus dem TS geflogen bin. Und das klingt halt wie übelster Müll, aber es sind nur 6 Minuten. So. Immer so profilieren musst. Das ist halt vor allem auf deiner Aufnahme nicht mal drauf, aber das macht's noch besser. Oh, ist voll das Geheimnis. Wer hat wohl was gesagt? Jetzt lass den Jungen doch erstmal sagen, was er in der Hose gefunden hat. Großvater, erzähl uns eine Geschichte vom letzten Mal. Schnell ran! Aua. Ja, also letzte Woche hat der TikTok ist da in Moskau gewesen und da ist dann da hat Jojo gekommen und hat ihm gesagt, hör mal Junge, du musst mal für deine Wohnung ein bisschen Geld verdienen. Und dafür kommst du jetzt mit und guckst mal krass, was in diesem Ollenpuff da abgeht. Und dann nehmen wir noch den Kaban mit. Und der ist voll korrekt, was überhaupt nicht stimmte. Und dann gucken wir uns mal den Puff an. Dann haben wir uns den Puff angeguckt und haben gesehen, da geht eigentlich gar nichts Tolles. Da war auch so ein Typ, der war wie der Kaban, nur alt. Also nicht ganz so alt wie ich, aber der hatte auch einen Hund. Und naja... Ja, und dann haben wir halt nur geguckt und Flui hat mit dem, Juli hat mit dem gequatscht und dann, ja, war's das eigentlich auch schon. Ich gehe jetzt ins Bett, tschüss. Schön. Aber Großvater, erkläre mir, warum du noch nicht tot bist. Was? Die Kraft der 5 Kinderherzen, die ich jeden Morgen esse. Aber Großvater... Wie kannst du dir sicher sein, dass es wirklich Kinderherzen sind, nachdem ich sie dir immer püriere? Wenn du was anderes reintust, freut sich deine Haut. Aber Großvater, ich bräuchte doch einfach nur vor dir wegzulaufen. Selbst deine 3 Beine können dir nicht helfen, mir zu folgen. Aber ein Stock fliegt schneller, als du läufst. Aber Großvater, deine Augen sind so schlecht, dass du mich nicht mehr erkennen kannst. Ach, ich rede, du stehst da, ich da, was rede ich denn da gerade? Du Dummerchen, Großvater hat doch einen Smartlingsstock. Aber Stimme, wo kommst du denn auf einmal her? Du hast das fressende Kinderherz. Du hast hier überhaupt nichts zu sagen. Lass dich gefälligst verdauen und hör auf, dich zu wehren. Erst in 48.000 Jahren. Nur weil du schlecht im Rechnen bist, heißt das doch nicht, dass wir jetzt darunter leiden müssen, dass du deine Dummfug von dir lässt die ganze Zeit. Hast du nicht gehört, dass man schweigen muss, wenn Erwachsene sich unterhalten? Aber wieso bist du erwachsen, wenn du mit so hoher Stimme sprichst und vom Großvater redest? Weil ich meine Jugend entmannt worden bin. Wir haben also wieder mal festgestellt, Flummi ist auf jeden Fall eine Frau. Das ist doch alles, was ich wollte. Viel Spaß und bleib geil. So, Freunde.
Spieler. Feind. Flummi. Spielleiter. Ich bin ein Feindfreund. Das habe ich damit aussagen wollen, aber schön, dass du mitgekommen bist. Wichser. Ich glaube, der letzte Afka? Stand... Wenn du dir selbst zu blöd bist, was Eigenes auszudenken, ja? Besser gut geklaut und so weiter. Na Jutti. Also, was ich hier stehen habe, ist, dass wir noch gesagt haben, ihr guckt euch erstmal den Tag über an, nachdem das alles hier passiert ist, was da so geht. Dabei stellt man noch fest... Leute identifizieren, die den Puff besuchen. Ja, ja, ihr habt vier Namen noch von Leuten, die da sind. Also, wenn er mich noch zu Sachen von denen fragt später, dann sage ich auch noch mal Sachen. Aber, also, die müsste ich dann erst improvisieren, sag ich mal. So. Weiterhin fällt auf, der Durchlauf ist nicht so groß an dem Tag. Die haben gerade mal 12 Besucher innerhalb von so, keine Ahnung, 10 Stunden. Also, ist dann so gegen 22 Uhr, kann man einsetzen. Wie finanzieren die sich? Also, ich meine, ist das nicht euer Job? So. Da gibt's Muskeln. Die wirken aber jetzt nicht wie der grobschlächtige, schlechtgelaunte, schädeldeformierte, aber dennoch glatzköpfige Kaban, sondern die sind halt schon eher grob von Statur und Gestalt, auch im Duktus und Darreichungsform, aber die sehen wenigstens nicht so aus, als würden sie dich aufessen wollen. Man schätzt dadurch, dass zwei rauskommen und zwei wieder reingehen. Dass es vielleicht insgesamt 4 Stück sein könnten, die da, also man kann ja und so weiter. Bin ja jetzt auch nicht so gut in Mathe. Des Weiteren habt ihr letztes Mal 3, 4? Ich glaube 4 Nutten gesehen, die da ihr Werk verrichten. Insgesamt seht ihr noch 2 weitere. Die arbeiten aber offenbar immer zu viert in der Schicht. 2 Kerle, der Rest Bitches, alles Menschen. So. Ihr habt gefragt, ob... Ach, das ist so eine Datensuchensache, okay. Also, ihr habt gefragt, ob diese Krankheit in letzter Zeit häufiger vorkam bei den Gästen, dass sie irgendwie am Arsch sind. Nein, nicht häufiger. Das dauert auch bei jedem Einzelnen ungefähr 5 Monate, bis da was erkennbar wird für die, also spürbar. So, und jetzt hätte ich ja noch... Wie oft waren die in der Zeit da? Das ist nicht ganz genau zu sagen. Okay. Aber ich hätte jetzt Jan mal eine Datensucheprobe, am besten von dem, der was kann. Also ich. Ja. Ja. Sekunde. Ist das Tool schon aktiv? Ja. Ist das Tool schon aktiv? Ja. Klammer auf, SR, Leertaste, Anzahl der Würfel, Klammer zu. Ja, Sekunde, ich muss irgendwas anderes aufmachen. Alles gut. Funktioniert nicht. Er ist zu spät und dann auch noch unvorbereitet. Mimi. Oh Mann, oh. Er ist ja 100, funktioniert nicht. Ja. Ich schau nur eben nach, wie viele Würfel ich zu werfen habe. Moment. Ich glaube, das Tool ist nicht aktiv. Nee, das Tool ist nicht aktiv. Aber ich glaube, unser Spielleiter ist auch irgendwie gerade so halb ausgeflogen. Haha, ich bin unschuldig. Das stimmt. Okay. Alter! Warte mal auf mit so einem Scheiß, Alter. So. Geiler Typ. Und Flummi. Ich kann ja, wie gesagt, hier keinen Zugriff zum Forum hier wehren. Deswegen dürft ihr euch aussuchen, wer was vorträgt. Aber im Forum, unter dem Spoiler-Shit, haben wir 2 Sachen. Das eine ist für den Flummi an sich und das andere ist für die Chefin, denn über die beiden Sachen wolltest du googeln, das machst du ja im Laufe des Tages. Das heißt, ihr dürft es vortragen? Ja, ich mach beides. Okay. Ihr dürft, also das Ding ist, ich habe natürlich, wenn du jetzt bei 5 Erfolge anklickst, da habe ich nicht noch hingeschrieben, also ich habe das nicht reinkopiert, das heißt, du musst halt alles öffnen und so weiter, ne? Ich muss da aber erstmal rein, so. Nee, wenn ich sage, ich muss da rein, ist das nicht geil. Entschuldige bitte, du kannst mir doch bitte meine Vorlieben lassen, oder? Du weißt, Anlauf statt Dreckcreme. Genau. Wenn ich morgen nicht Blut im Stuhl habe, dann habe ich heute nicht gespielt. So, die Madame Papillon ist 34 Jahre alt. Vor 18 Jahren verschüttete Daten. Aha, vor 18 Jahren beim Crash sind wohl ihre Daten inklusive ihrer SIN verloren gegangen.
Vorher hat sie in der Werbung und der Publicity gearbeitet und ihr richtiger Name ist Uljeta Straslav. Mhm. Moment, sie hat mit 16 angefangen zu arbeiten? Offensichtlich, aber das ist ja bei den Megacons nicht unüblich. Je nachdem, wie sie angefangen so hat. So Ausbildungsarbeiten halt, ne? Genau, 4 Tage nach dem Crash ist sie komatös in ihrer Wohnung aufgefunden worden, war aber nur kurz im Krankenhaus, weil sie halt sinnlos ist. Die muss kurz bei den Eltern gelebt haben, aber beide sind nach wenigen Monaten gestorben. Der Grund ist unklar, beziehungsweise wurde nicht aufgeführt, weil es zu unwichtig ist. Sie besucht sehr häufig die Cosma Sam Apotheke, Cosma Sam, wie auch immer, Kova Sam, so, Entschuldigung. Sam Apotheke, irgendwie irgendein Nachtstore, also die hat offensichtlich nachts auf, kauft aber nur freiverkäufliche Sachen und teilweise halt Kram, spezielle Abdeckcreme, die verhältnismäßig teuer ist und halt Zeugs für den Puff und so. Die hat Kontakt zu kleineren Thales-Krämern in Donskoi, die wirken aber eher wie Betrüger. Teilweise wie so kleine Scharlatane. Aber diese Grenzen sind ja gerade bei Thales-Krämern fließend. Sie besucht wöchentlich eine Filiale von Evo Healthcare in Jüschneue. Das ist ein Bodyshop. Aha. Und es gibt Funkschnipsel von 2 Cops. Warte. Warte, das mache ich. Also ja. Eigentlich ist es auch nur ein Cop. Egal. Okay. Kein Bock da reinzugehen, wenn ich nicht weiß, ob da so eine dreckige Wichsfunze ist. Ich gehe da jetzt bei der Papillon. Wozu haben wir das Miststück? Soll die da die Scheiße machen und da wissen wir es zuerst. Aha. So. Ihre Ausgehzeit ist immer nachts. Und es gibt ein Bild, auf dem sie sehr kränklich aussieht, ohne Abdeckcreme und wo man super viele Adern sieht im Bild. Also unter der Haut. Ja. Guck dir das Bild nochmal von der Tote, ne? So, habe ich noch im Kopf. Vom Papillon gibt es einen Bauplan. Ah ja, den bekommt ihr gleich. Also es galt jetzt für beides, oder? Ja, ja. Okay. Seit September 81, neben September 81 gab es ein Protokoll von Erika Safety Solutions. Sehr geehrte Frau Papillon, wir haben die Kameras Ihren Wünschen entsprechend installiert. Wir möchten Ihnen aber dringend nahelegen, auch in den anderen Räumlichkeiten für eine Abdeckung zu sorgen. Es ist verständlich, dass Sie von Geschäftswegen auf Diskretion achten möchten. Um die Sicherheit ihrer Räumlichkeiten damit in Einklang zu bringen, empfehlen wir die Installation von Minikameras, die letztlich auch ihr Personal zu schützen vermögen, gleichzeitig aber gefühlte Diskretion ermöglichen. Der MAD-Scanner Marke Super Perk Purse, was war auch immer, 5. Für den Eingang wird uns nächste Woche geliefert und ein Kundenbetreuer wird dann einen Termin für den Einbau mit Ihnen vereinbaren. Wir bitten um Verständnis für die kleine Verzögerung. Das von Ihnen gewünschte Gerät ist wegen der hohen Qualität zurzeit sehr gefragt. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und möchten Sie herzlich zu einem persönlichen Gespräch mit einem qualifizierten Sicherheitsberater einladen, der Sie in allen Fragen der Host-Sicherheit beraten kann. Eines unserer modularen Sicherheitspakete ist sicher auch für Sie erschwinglich. Mit freundlichen Grüßen, Yuri Fedorov. Die Zukunft läuft auf Neonet. Moment. Kaban ist raus. Mhm. So, dann gibt es weiterhin den Njetkin-Notfallservice für die Nutten, aber nicht für die Chefin. Also für Nutten und Sicherheitsleute, aber nicht für die Chefin. Bauplan und Kamerakrams. Den Bauplan wussten wir schon, aber vermutlich steht da sogar drauf, wo die Kameras installiert sind, wenn ich unseren Spielleiter richtig verstanden habe. Jo, Link im TS. Wunderbar. Das war's. Ich schön gemacht. Danke. Ich hätte das vielleicht mal noch als PDF hochladen sollen, weil nicht alle im Forum sind.
Aber ich habe ja nicht gewusst, dass du 5 Erfolge hast, Alter. Ich mach das jetzt noch. Haha. Achso, danke, Schnucki. Bitte, Herzchen. In der Umkleide vom Personal ist eine Kamera, aber sonst nirgendwo, okay. Nee, das sind mehr. Warte. Ja, ein paar mehr sind da schon, aber ich meine jetzt ne, bei den der Spielwiese, Aufenthaltsraum, Personal. Genau. Also im Aufenthaltsraum, doch, da im Aufenthaltsraum auch. Entschuldigung, okay, das nehme ich zurück. Na, ich sag mal, Spielwiese ist ja klar, was ihr meintest, ne? Da passen 6 Leute rein, da sind Betten und anderes Mobiliar, das ist damit verzeichnet, was man halt benutzen kann, wenn da mal Swinger kommen oder so ein Scheiß. Oder wenn da halt einfach einer sagt, ich will euch alle auf einmal, so. Die Betträume sind klar. Dort, wo Kameras in den Bädern sind, die Bäder sind das mit den kleinen Kacheln natürlich. Das sind offenbar Bäder, wo die Nutten sich waschen. Das eine Bad ist halt Spaßbad, wo dann auch die Freier rein können, was natürlich keine Kamera hat, weil das wäre ja, also der will ja auch und so weiter. Aber das Spaßbad ist auch vom Aufenthaltsraum vom Personal erreichbar. Naja, und die Tür kann ja zu sein. Ja, aber sonst von nirgendwo. Und wenn der da durchs Aufenthaltsraum geht, dann ist was, der ja auch eine Kamera. Nee, sonst von nirgendwo. Nee, ihr seht bloß nicht die Tür. Das ist da oben, wo dieses weiße Ding ist, ne? Ach da so. Ist ja eine Tür. Das habt ihr nur nicht gesehen. Hauptsache, das ist ein Spaßbad, aber da ist ein Klo drin. Naja gut, wer weiß, welche Folie das Klo ist da nicht drin. Ich habe das nicht aus diesem Plan raus. Du, klar ist da ein Klo drin. Du weißt, du hast doch Movie 43 gesehen, Alter. Es ist der größte Liebesbeweis, jemanden auf den Bauch zu kacken. Deswegen habe ich ja gerade auch gesagt, ich weiß nicht, was für Vorlieben sie haben. Ja. So. Warteräume, da sind hauptsächlich Stühle drin. Eigentlich echt klar. Und Außenbad, das ist dann auf der Veranda quasi, aber nochmal abgeschirmt von der eigentlichen Veranda, sodass man da zum Beispiel dann auch, keine Ahnung, ficken kann oder so. Das sind aber bestimmt keine Stühle, sondern Sessel. Habe ich Stühle gesagt? Ja. Nee, ich habe Sessel gesagt. Das schneiden wir raus. Muskelpolsterte Sitzgelegenheit. Das kommt dann ins nächste Video. Alles klar. Sehr geil, dass es einen Zuschauerraum gibt. Na, ich sag mal. Welcher von dem, wo das Bett natürlich wieder auch nur vom Aufenthaltsraum erreicht wird. Nein, da ist ja oben auch eine Tür. Ach so. Und der Strich, warum ist denn nicht durchgehend? Eigentlich ist da keine Tür beim Aufenthaltsraum. Na, ist ja auch real. Da sind Türen. Hier, so, da ist jetzt eine Tür. Das ist jetzt eine Kamera. Scheiße, warte. Hast du also eine Tür? Hier? Siehst du die? Hier hast du auch eine Tür? Nee, da ist keine Tür, oder? Ach, da ist eine Tür, okay. So. Ist okay. 48.000 Modifikationen später. Jo. Ich verstehe. Ich dachte halt, ihr seid da klug genug mitzudenken, um die kleineren Fehler... Ich wollte nicht so viel Arbeit machen, weil ich mich auf das Wesentliche konzentrieren wollte, aber ich merke schon, dass ihr da einfach nicht genug mitdenkt, um dann sowas abzudecken. Das ist okay, ja. Machen wir gerade das, Hat sie nicht gesagt. Das schneide ich raus. Jutti, ihr habt also hauptsächlich... TikTok hat diese Information zur Verfügung. Den anderen Scheiß, den ich am Anfang gesagt habe, den habt ihr alle, weil ihr dort geguckt habt. Go. Okay, schön. Dann nehme ich mir erstmal dieses Bild von der Ollen mit ohne Abdeckcremes und guck mal, ob ich irgendwo eine Möglichkeit finde in der Matrix, die ja groß und weit ist und wo es bestimmt eine Menge tolle Tools gibt. Ob es da so eine Art Diagnose-Tool gibt, wo man sozusagen ein Bild von einem reinpacken kann und dann wird so gesagt, erwachte Hautpilz oder sowas. Mach da mal alle Erinnerungsdingens. Ach nee, du machst die. Du hast das Bild. Logik, Willenskraft. Können die? Logik, habe ich sowas? Ah ja. Logik und Willenskraft. Hör auf, Flummi, die kennt deinen Charakterbogen. Die kennt immer meinen Charakterbogen. Leerzeichen zwischen die Zahl und das R. 3 Erfolge, auch nicht schlecht. Hm.
Ja, nämlich ist es ja so. Ja. Es gibt wieder verschiedene Möglichkeiten, das ist klar, ihr hattet ja, ich versuche mich zu erinnern, was ihr alles schon rausgesucht hattet. Ich weiß das ja alles noch. Verschiedene Pflanzen, infizierte, Critter, und ich glaube, und Zauber, Critter. Freie, also hier Geisterpakte, ja. Genau, Geister und ich glaube Critter, und das war so das Wahrscheinlichste, und Critterhaltung hatten wir schon ausgeschlossen, weil das zu aufwendig wäre. Und zu schwierig. Und nee, Geister hatten wir noch nicht ausgeschlossen. Konnten wir auch, glaube ich, nicht. Es ist ja egal, was ihr bis jetzt ausgeschlossen habt mit den neuen Informationen, ne? Wir wissen sowieso nicht, aber wir... Okay. Infizierte spielen noch vielleicht eine Rolle, das könnte passiert sein. Des Weiteren spielt eine Rolle immer noch der Geist. Der Geist, weil der Geist halt immer alles macht, weißt du? Pflanzen, es gibt ein paar Sorten, die dir Hautkrankheiten auch mitunter unterjubeln, oder es gibt auch Pflanzen, die dein Blut verdicken, wenn du die magisch benutzt und damit Leute irgendwie schwächst. Das ist dann eher so Voodoo-Krams, wo das geschrieben steht. Allerdings ist Blutverdicken halt auch ziemlich schnell ziemlich tödlich. Ja. Und ansonsten natürlich noch die ganzen mundanen Sachen, die damit nichts zu tun haben, halt einfach den Kaban gemacht, einfach krank geworden. Es ist einfacher, das einzugrenzen, wenn durch den Evo Body Shop vermutlich. Also müsste ich da mal gucken, ob ich ihre Daten herkriege, wa? Ihre Patientendaten, ja. Das ginge zum Beispiel. Ja. Gib uns erstmal die Daten, bevor du abkratzt. Ich werde sie mit der Hirnflüssigkeit, die mir aus den Ohren tropft, auf den Tisch schreiben. Schön. Schicke ich mal rund. Hier, ich habe ein bisschen gestöbert. Kriegst du ein THX von mir zurück? Weil du ja noch nicht wach bist. Wer kriegt was zurück? Du kriegst ein THX zurück, wenn du noch nicht wach bist. Sondern uns das nur geschickt hast. Wenn ich das schicke, bin ich ja wohl wach. Achso, und es hätte ja sein können, dass du noch VR bist. Alles klar, besten Dank. Jan, soll ich mal im Bodyshop gucken, ob ich da die Daten angreifen kann, was genau da bei der so Thema ist? Wenn das nicht zu kompliziert ist. Aber greift dann noch, greift dann noch mehr Daten ab, dass die, oder verschleiert das halt gut, nicht, dass die mitkriegen, dass man genau nach der sucht. Okay, einmal die ganze Datenbank runterladen, ist klar. Ja, dann quartiere ich mich mal wieder schön ein, ne, in der Röhre unten. Sag mal, Kaban, kannst du nicht mal deine Taleskrämerin fragen? Ja, du meinst, sie geht in den Chat? Das könnte ich, und ich könnte sie auch fragen, was die anderen Leute, worauf die sich spezialisiert haben. Die hat ja noch Verbindung zu den anderen Taleskrämern. Mach ich mal. Ich fahr da mal hin. Judy, währenddessen in der Röhre. Also, an den Bodyshop-Host wirst du vermutlich schwerer rankommen. Das Comlink des Chefs von dem einen, wo sie halt immer reingeht, ist aber vermutlich ein einfacheres Ziel, und du könntest bei ihm vermutlich temporäre Daten und Datenfragmente wiederherstellen. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, weil der Evo-Host von dem Ding, der ist ja halt dann für alle Lager, also für alle Shops da, und das ist vermutlich eine Nummer zu krass. Ui, okay, direkt der Ober-Mega-Host. Dann warte ich mal vielleicht ab, dass derjenige gerade nicht aktiv ist, sprich irgendwie pennt oder sowas. Ja, also seinen Comlink gerade nicht aktiv nutzt oder wie auch immer. Und dann gehe ich mir das Ding mal genauer angucken. Ja, ist ja schon relativ spät, das passt schon. Das Comlink ist ein Standard-Evo-Ding. Sein Icon ist einfach ein... hier, wie heißt das gleich? So ein sechsarmiger Mensch, so ein hässlicher, du weißt schon. Ja, besser leben mit Evo. Der, genau, der natürlich dann in seinen sechs Händen die DNA hält, also die aufgeribbelte. Das Comlink an sich ist eines Geschäftsführers würdig,
Wird dir aber weniger Probleme bereiten, wenn du nicht, wenn du nicht würfelst wie Flummi. Also heißt nicht, soll man würfeln, ja. Das könnte also schwer. Ja, so. Hot Sim oder Cold? Hot. Okay. Mit Hack on the Fly Bonus. Hm. Ich bin ein bisschen neidisch auf dich. Wieso würfelst du so gut? Ich gönn's dir, weil es gut für uns ist, aber ich bin neidisch. Ich gönn's dir ja, aber. Ich gönn's ihm wirklich. Das ist bei mir symptomatisch. Du musst mal meine Shadowrun-Ergebnisse, meine D&D-Würfe sehen. Das ist so unverschämt. Warum ist dieses Tool so gegen mich? Warum muss ich um gute Würfe kämpfen? Warum muss ich mich über gute Würfe freuen? Weil du es nicht anders verdient hast. Ich glaube das auch. Bist sonst im Leben so ein schlechter Mensch, da musst du ja irgendwie auch mal jemanden natzen. Wo sie recht haben. Also, du dringst in den Menschen ein. Nein! Du. Doch! Du wirst einfach in der Ribonukleinsäure mit Death einfach Fragmente einfüllen, sodass sich quasi dann das Ding eröffnet dir, sodass du Zugang zum Kormlink hast. Das öffnet sich quasi dann wie so ein riesiges Puzzle, in das du durchblicken kannst. Mach mal bitte eine Computer und eine Logikprobe. Also ganz normal Electronics. Ja, kriegst halt trotzdem Bonus, ja klar. Welchen Bonus? Na, Hot Sim immer plus 2. Ach so. Immer. Hat dir das keiner gesagt? Hot Sim hat auch Vorteile. Ja, bisher dachte ich nur auf der Ini, aber gut. Nee, du kriegst für alles plus 2. Haha. Achso, nee, warte, Schleichfahrt. Ah, dann kriegst du halt auch minus 2. Das heißt, du hast diesmal keinen Malus durch Hot Sim. Ist das nicht toll? Kein Malus durch die Schleichfahrt. Ja. Wie, also ich meine, das ist beides richtig. Ist egal, wie du es formulierst. Sind das schon die drei Erfolge, ja, ne? Eid. Also, es gelingt dir, Datenfragmente aufzustöbern, die wohl die Tote betreffen. Die zusammenzusetzen erweist sich aber leider als unmöglich. Folgender Grund. Dr. Baryshnikov! Ich bin so ein bisschen gewütet. Das ist einfach meine Standardausrede, es gefällt mir aber immer noch gut. Und also es gab wohl echt viele Anfragen von Dr. Baryshnikovs Filiale in Moskau, ob man nicht Kooperation haben könnte, vielleicht mit Evo, auch mit einzelnen Shops. Und der hat sich da wohl im E-Mail-Austausch mit dem begeben und das war ein Fehler. Was du wiederherstellen kannst, ist das Folgende. Sie ist nicht wegen ihrer Haut dort wöchentlich, sondern irgendwas Kieferorthopädisches oder irgendwas Zahnmedizinisches. Was genau ist, nicht hundertprozentig sicher, scheint aber tatsächlich was Chronisches zu sein. Mhm. Ist auch nichts Teures. Okay. Jetzt, wo ich sozusagen das Thema vor mir habe, wie kompliziert wäre es für mich, in den Bootsektor zu gehen? Und sobald der Typ seinen Comlink verwendet und damit Daten von ihr aufruft, dass das sozusagen irgendwo zwischengespeichert wird, wo er es nicht mitbekommt. Nicht schwieriger als alles bisher, das als Dings festzulegen. Gut, dann werde ich ihn mal rootkitten. Dann nochmal Hacking und Logik, meiner. Vielleicht löst ihr ja mal einen Alarm aus oder so, das könnte ja. Nö. Na Jutti, du legst die neue Regelung fest, der nächste Termin ist, wie irgendjemand würfelt jetzt bitte in W7. Deli, mach mal. Also ihr nächster Termin ist in einer Woche. Das ist übrigens am Schnitzel- und Blowjob-Tag. Oh, das ist cool. Okay. Ich sollte einfach keine Würfel mehr anfassen. Hast du das gewürfelt? Ja. Ja. Hey, du hast mal hochgewürfelt, du hattest quasi einen Übererfolg. Ja, aber ich sollte einfach keine Würfel mehr. Ich finde, es sollte für mich eine Sonderregelung geben, weil irgendwie dieses Würfeltool was gegen Frauen hat. Das ist ein scheiß sexistisches Würfeltool. Die Kerle würfeln meistens gut. I'm sorry, Dave.
I'm afraid I can't do that. Ach, fick dich doch. Wo er recht hat. Naja, du kannst gern wieder Daddy für dich würfeln lassen, wenn er das alles übernimmt. Klar. Wenn er das übernimmt. Ich sag mal so, er hat auch was davon, wenn ich gut würfle. Das stimmt allerdings. Mir ist das völlig Banane. Also. Aber letztes Mal war ich schuld, dass sie gestorben ist fast. Ja, das sind Kleinigkeiten, über die können wir hinwegsehen, würde ich sagen. Also du hast es festgelegt, dass das nächste Mal, wenn sie auf jeden Fall kommt oder wenn ihr auf Daten von ihr zugreift, dass es dann zwischen ihr speichert wird. Du kannst es auch mit dem Wurf, das wird nicht mal so zwischen ihr speichert, sondern, weiß ich nicht, auf irgendeinem Wix-Knoten, den du mal zum Spaß hier hackt hast, von einer Straßenlaterne, die haben ja auch Speicherplatz und dafür reicht es sogar aus. Ja, das heißt, du kannst sie dann später abholen. Ja, easy. Siehst du, wir denken nur auf einer Wellenlänge. Und wenn man auf einer Wellenlänge denkt, dann würfelt man ja auch zusammen gut. Richtig. Gut, mach ich mich zurück. Gut. Okay, Freunde. Zusammengefasst habe ich leider an Resten bei dem Typen nichts gefunden. Der hat nicht zu viel Spam geschossen. Außer, dass die vor allen Dingen wegen Kiefermedizin da bei Evo rumhängt. Nichts wegen Haut oder sowas. Okay. Das macht langsam was sicher. Das nächste Mal, wenn er die Akte aufruft, kriegen wir sie direkt live mitgeschickt. Oha. Das finde ich gut. Ja, das Comic von dem war sehr soft und flauschig. Furry Porn. Aber hallo. Sehr schön. Sehr gut, gefällt mir. Das hört sich gut an. Weißt du auch, wann das nächste Mal passiert? Also der nächste Termin, den sie hat, ist leider erst nächste Woche. Oh. Er ist ein bisschen weit. Ja gut, ist die Frage, ob er die vorher aufruft. Mehr konnte ich leider nicht machen, sonst hätte ich Evo Moskau hacken müssen. Das hätte etwas laut werden können. Und hässlich. Nee, das wollen wir auch nicht. Das ist richtig. Nee. Vielleicht muss er ja wegen einer Abrechnung oder irgendwas die Akte nochmal aufrufen, das kann ja schon mal sein. Vielleicht haben wir Glück. Wenn es ganz dringend ist, werde ich ihn dazu bringen, kriegt er halt eine Nachricht von seinem Chef, so, hör mal, guck doch mal nach, haben irgendeine Unregelmäßigkeit. Gut, ich komme dann wieder hoch und dann gucken wir mal, was Vitalis Krämer Connection sagt. Jo, ich bin schon unterwegs. Ich näher mich dem Haus von meiner Tageskameraden. Der Name war ja. Ja, warte. Agrippinia. Gottes Willen. Na, zum Glück muss ich das nicht aussprechen. Aki. Akne. Jotti, du kommst an. Ach stimmt, du hast ja jetzt dein Dings dort. Das heißt, ihr seht euch sogar ab und zu mal, das ist ja sehr vorteilhaft. Mhm. Ja, sie wird ja aufmachen, dann wird sie wieder in ihr Zimmer huschen, dann wird sie irgendwelchen Krams umräumen. Mit fahriger Hand. Ab und zu mal einen kurzen Blick zu dir hochwerfen, wie immer. Mhm. Sag mal, ich habe eine Frage an dich. Ja, was? Kannst du mir sagen, was diese gute Dame hat? Ich zeige ihr ein Bild von ihr. Ja, ziemlich, ne? Nee. Was kann ja alles, also keine Ahnung. Ja, es ist ein bisschen, scheint ein bisschen seltsam zu sein, die Frau. Jetzt pass mal auf, wenn was seltsam ist, dann musst du nicht immer zu irgendjemandem kommen, der du weißt schon. Es gibt genug echt seltsame Dinge, die da vor sich gehen. Hast du mal die neuesten Sachen gesehen, mit denen die irgendwie die Menschen zerreißen wollen? Fäkalienbehälter, Mann, Alter. Also jetzt... Ziemlich widerlich, ja. Ich hab davon auch gehört, ja. Für sowas, dann... Alter, nein. Also ich hab keine... Ich kenne mich auch nicht so aus mit so Krankheitskram und so. Scheiß. Okay. Ich weiß aber, dass sie halt einige von deinen Arbeitskollegen öfter mal besucht. Ich gebe ihnen den Namen von den Leuten. Weißt du, wo die sich drauf spezialisiert haben? Taugen die was? Oder also das eher Quacksalber? Was hatten die für eine Connection-Stufe? 3. What? Mhm. Die ist gut.
Guck mal. Flummi. Ist nur für dich. Von dem einen habe ich mal gehört, aber ich glaube, das ist ein ziemlicher Poser und speziell irgendwas mit Alchemie-Krams. Also, du weißt schon, so verankerter Zauber. Döns, aber keiner. Weiß nicht. Ich kann mal gucken. Ich kann noch mal nachfragen. Manchmal bei dem habe ich auch schon mal ein paar Bestellungen gehabt. Die waren auf jeden Fall sauber. Da war alles so, wie ich es wollte. Und ich wenn du willst, kann ich mal fragen. Nee, lass mal. Ich will mich da ein bisschen bedeckt halten, was es angeht. Also muss jetzt nicht unbedingt die große Welle schieben. Oh, okay. Aber ich weiß es wirklich nicht, wenn du mir nur sagen kannst, also wenn du mich nur fragst, was die hat, dann weiß nicht. Ich überlege gerade mal wirklich. Carbon überlegt auch gerade. Also sieht man ihm auch an, dass er gerade überlegt. Ja, ich beschreibe hier ungefähr die Symptome von dem Typen, der immer kranker wird. Das, was wir herausgefunden haben, quasi. Aber das Ganze mache ich halt so, dass wir nicht rauskriegen, dass sie nicht rauskriegen kann, mehr oder weniger. Na, dann sag's mir mal genau, was du ihr sagst, meiner. Wie waren denn die genauen Symptome? Kraftlosigkeit, also Müdigkeit, man könnte Depressionserscheinungen mit reininterpretieren, Gelenkschmerzen. Genau, das mache ich halt alles nicht personalisiert. Also ich sage eben nicht, also ich sage ihr schon, dass ich weiß, dass ein Kunde von ihr, beziehungsweise jemand, der in ihrer Nähe war, diese Erscheinung hat. Und dass ich mir halt sorge, also dass ich halt rausfinden möchte, warum das so ist. Und Jojo hat ja gesagt, dass seine Essenz unverhältnismäßig niedrig ist zu dem, was genau, er vermutlich eingebaut hat. Das sage ich auch noch. Oh shit. Also, das könnte was mit einem Ahnen oder sowas sein, der oder mit einem großen Rudelführer, der ihr vielleicht was gibt und anderen was nimmt oder so. Das klingt ziemlich übel. Ich hatte sowas befürchtet. Deswegen bin ich ja zu dir gekommen, dass, ob du mir da vielleicht mehr zu sagen kannst. Das ist ganz individuell. Ich halte mich von solchen. Du musst aufpassen, dass die können, die das schaffen, mit jemandem so ein Pakt, das sind meistens sehr mächtige Ahnen, die musst du auf jeden Fall vorsichtig sein. Mir wurde hier gerade geschrieben, dass ich auf die Einkaufslisten von denen in den Talisman. Was die da bei den Talisman gekauft hat? Sekunde. Nee, die habt ihr nicht. Gut. Da war ich nämlich jetzt auch gerade, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich musste gucken, ob ich das hier geschrieben habe und vielleicht wieder vergaß. Aber nein, habt ihr nicht. Gut. Ach so. Also. Ihr habt die genauen Einkäufe von der Apotheke da. Also Gleitgel, antiseptische Creme, du weißt ja. Lustspielzeuge. Okay. In der Apotheke kriegst du weniger viele Lustspielzeuge. Ja, wenn du in die richtige Apotheke gehst, dann kriegst du halt auch Lustspielzeuge. Das stimmt. Ne? Okay, ja, ich stehe immer noch vor ihr, also, ich halte mich auf jeden Fall, also ich versuche mich so weit wie möglich von fern zu halten, das klingt auf jeden Fall nicht gut, du hast wohl recht. Ja. Kriegst du was für die Information? Naja, ich krieg irgendwie nächste
Woche was ein paar große Pakete, wenn du mir die einfach reinträgst. Wenn du eh im Garten bist, dann würde ich dir Bescheid sagen. Man, das ist, das wäre vollkommen okay. Klar, kein Problem. Sag einfach Bescheid. Ja, cool, dann das reicht. Ich meine, ich hab dir jetzt nicht wirklich. Gut. Super, danke. Du, pass auf dich auf. Klar. Danke. Schön. Sure. Tschüss. Gut. Ja, Jojo und verdammt. Der neue TikTok. Genau. Der Hacker, TikTok. Genau, die kriegen dann auch so eine Info so von wegen, könnte wirklich gefährlich sein. Quatschen wir gleich durch. Und dann mache ich mich auf den Weg. Dü-lü-lü-lü. Danke. Leck. Ja, ist klar. Das ist auch eine gute Ausrede. Stau um Zubringer, ist klar. Ja. Nee, sie kann, also mein Kontakt kann nicht genau bestätigen, was es ist, aber anhand der Symptome und dem Äußeren und so weiter sagt sie, das könnte wohl eine Paktgeschichte sein mit einem Geist, was vermutlich. Toxisch, wa? Maybe. Mm-mm. Mm-mm? Mm-mm. Wieso mm-mm? Sag mal, was weiß Jojo eigentlich von toxischen Geistern? Also genug, um zu wissen, dass sie nach den Beschreibungen, die mal so geliefert wurden, dass sie gemerkt hätte, wenn sowas in der Nähe ist. Aha. Na gut. Sagen wir es mal so. Es gibt ja verschiedene bösartige, widerliche Fickgeister. Tatsächlich ist es ja so, ihr habt ja alle Wissensfertigkeiten in dem Bereich. Nein, ich nicht. Außer dir. Das toxisch, dann müsste, also die Verschmutzung dort ist ein bisschen zu gering, direkt für toxisch. Aber ich meine, er gibt dir Schichten von Sukubi und Schattenpissern und allen möglichen fiesen Krams. Wenn man toxisch als bösartig, fies und gemein und menschenausnutzend definiert, dann ist es auch quasi toxisch. Bloß nicht direkt okay. Radioaktive Wichsstrahler. Wisst ihr, was ich meine? Dann habe ich nichts so gesagt, streicht das. Da war ich mir jetzt nicht ganz sicher, deswegen habe ich da mal. Ja, genau so meinte ich das halt. Diese Geister, die sich auch nur vielleicht noch von menschlichem Elend ernähren, von Hoffnungslosigkeit, die gelten halt auch als meist toxisch. Schatten sind freie toxische Geister. Dann soll ich vielleicht doch mal gucken gehen, ha? Huh? Ja, aber nur bedingt. Na, ich guck mir erstmal die alte an und dann reden wir weiter. Lass dich nicht beißen. Oder einfach nur in ihrer Nähe sehen. Naja, es war doch der Plan, dass ich mir die alte mal angucke. Ja, klar. Dass wir das angucken ist auch okay, denke ich. Das denke ich auch. Was mich ein bisschen irritiert, ist, dass die Bullen sie anscheinend decken oder mit ihr zusammenarbeiten? Dann kann es auch so schlimm nicht sein. Naja gut, Bullen, naja. Wenn die eine praktische Funzel am Start haben, die sie mal eben für einen Gefallen, sag ich mal, rankarren können. Aber ist die so eine krasse Funzel? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so eine krasse Funzel ist und dann Puffbetreiberin. Ey Mann, niemand ist krasser als wie ich, Alter, hörst du? Naja, vielleicht ist sie auch einfach nur praktisch. Ja, praktisch kann ich mir ja vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so eine überkrasse Funzel sein soll und dann betreibt die Puff. Ja, das muss ja nicht, also ich meine gut, je nachdem, wenn, wie gesagt, worauf ihr Geist steht, ihr komischer Hüter, Krempel, Meister, Gedöns, das ist eine Erklärung, wie gesagt, vielleicht ist sie halt einfach nur praktisch, sie sind halt vielleicht nicht die Oberskills, die ein richtiger Sicherheitsmagier am Start hätte, aber für irgendeinen so Nebenjob, die so einen Bull laufen lässt oder sowas. Wir wissen ja nicht, woher dieser Schnipsel genau kam. Naja, das kann halt sein. Aber wie gesagt, also dass sie jetzt so die Übermörder-Ische ist, kann ich mir nicht vorstellen. Trotzdem will ich wissen, was mit der los ist. Ich meine, dass die so komisch aussieht, ist ja schon irgendwie auffällig. Naja, wie gesagt, also ich sag nur, lass dich nicht beißen. Mehr will ich nicht
ausdrücken. Sag mal, Meister, jetzt wo wir die Bilder haben, dürfen wir da eigentlich die Erinnerungsprobe noch nachholen? Wir haben ja die Infos jetzt alle. Welche Erinnerungsprobe? Ich weiß davon, ja. Muss mal kurz Festival-Feeling holen. 4 Erfolge. Gibt doch. Ich stehe aber in der Ecke. Oh. Ich habe nichts gesagt. Ich würfle heute offensichtlich doch nicht so schlecht. Toi, toi, toi. Und jetzt ist es vorbei. Jetzt hast du nicht gesagt, dass du gut würfelst. Dam, dam, dam. Ja, ich freue mich schon an meinen einen Wurf. So, was habt ihr denn alle so? 4 Erfolge. Alles klar. Erinnerungsproben machst du tatsächlich immer ziemlich gut. So, zu Daddy muss ich einfach nichts sagen. Ja, aber ich sitze sauber in der Ecke, das ist richtig. Nein. Wichsend. Es drückt quasi würfeltechnisch Jojos fotografisches Gedächtnis aus. Schön. Okay, pass auf, meine. Der Geist ist ja klar. Passt immer. Die Pflanze passt so gut wie nicht, weil die da in Frage kommt, die bezahlst du halt mit Teilen eines... Also, du bezahlst da dich dumm und dämlich, okay? Okay. So. Kritterhaltung für die Viecher, die das machen würden, nein. Infizierte, ja, sie ist ja nun eine Elfe, da kommt ja nicht alles in Frage. Ghule sehen anders aus und ansonsten würde da halt Benji passen, aber sagen wir mal ehrlich. So. Da war mal ehrlich. Ja, Jojo betrachtet sich irgendwann dieses Bild in Ruhe. Du, Jockey. Yep. Schau mal bitte, was du so über infizierte Elfen findest. Okay. Du hast ja schon letzte Woche was zusammengestellt mit zu dem, ne? Über Banshees im Speziellen. Okay. Der hat letzte Woche nur gesagt, dass es eventuell Infizierte sein könnten und dass Infizierte... Du warst weg, was? Letzte Woche hat er nur gesagt, dass, glaube ich zumindest, dass ja Infizierte auch kommen können, aber infizierte Banshees vielleicht so, und da war aber ja, das haben wir dann erstmal unter den Tisch fallen lassen. Er hat aber nicht explizit nach Banshees wirklich gesucht. Ja, aber er hatte ein Dossier über verschiedene Infizierte und ich erinnere mich, dass da sehr viele Erfolge im Spiel waren und dass ich gesagt habe, ihr habt dieses Dossier, also hat er jetzt darauf Zugriff. Okay. Ja, Benjis, Alter, das sind halt infizierte Elfen und die werden echt ganz schön blass, weil, keine Ahnung, wir müssen Klischees wahren. Und dann kriegen die spitze Zähne und, keine Ahnung, die blacken rum, wenn sie Bock haben, saugen Leuten offenbar die Seele aus, weil sie selber ihre Stück für Stück verlieren. Und sind wohl ziemlich übel, weil sie Schnittwunden und so einen Scheiß, zum Teil auch Schusswunden einigermaßen wegstecken können. Und zum Teil wird die Haut so dünn, dass man drunter die Arterien sieht. Aber das passt doch alles zum Geist. Echt jetzt? Ja. Aber diese kieferorthopädischen Behandlungen wöchentlich. Mhm. Was? Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geisterpakt bei einer Tuse, die einen Puff betreibt, irgendwie hauptausschlaggebend ist. Aber das Würfeltool ist sexistisch, ja? Ja. Achso. Nein, das ist einfach dental unberührt. Sagen wir mal so, ich gucke mir mal an, ob es irgendwelche Zahndaten über Banshees gibt. Ja. Und Hautdaten. Bilder. Na, die Bilder passen halt schon. Und Zahndaten, dadurch, dass sie sich halt regenerieren müsstest, wenn du verbergen wolltest, dass du echt ganz schön spitze, etwas längere Schneidezähne hast, müsstest du schon so alle 5, 6, 7 Tage vielleicht mal was abschleifen lassen. Das kannst du auch nicht unbedingt selbst machen, weil wenn du das zu weit machst, der Nerv und alles, das ist, da brauchst du professionelle Leute auch, ne? Ja, passt doch wie Faust in Muschi. Wenn man will, geht das schon.
Seine Schön. Faust passt in jede Muschi rein. Aber das ist doch kein. Ist doch nichts Gutes für die Frau, die spielt doch nichts davon. Ja, von der Faust wird sie schon was mitkriegen, okay? So nutze ich einen Boxhandschuh an. Dann vielleicht, ja. Schöner Uppercut, dann passt das. So eine Links-Rechts-Kombination, ne? Sieg nach Punkten. Jeder Eierstock hat man besucht. Cutie. Ah, okay, Benji. Also die Polizei schützt einen Benji. Ja, offensichtlich. Naja, gut, wenn sie wirklich erwacht ist. Naja, Benji sind immer erwacht, glaube ich. Jojo, würfel mal bitte. Ach ja, ihr wisst, dass die immer erwacht sind. Das ist nicht zwingend so, dass sie lernen, mit ihrem Talent umzugehen und es ist nicht klar, was sie dann werden. Also Adept, Magier-Adept, ihr Flügel. Auf jeden Fall, Flummi, mach mal bitte Gesetzeskenntnis ohne Spezialisierung. Infizierte des Typs Benji Fickung sind in Russland, können eine Sinn bekommen, sind aber ausweispflichtig quasi, werden behandelt wie der letzte Scheiß. Und gehen eigentlich immer zur Evo, oder manchmal zu Horizon, aber eigentlich immer zur Evo, weil, ich sag mal, einen Job kriegst du nicht, du musst Benji immer ausstrahlen. Des Weiteren wird kontrolliert, dass sie sich öfter mal melden zu einer ganz normalen Überprüfung. Ihre Bude hat immer offen zu sein, wenn jemand vorbeikommt, auch das ist klar. Die dürfen ja nicht jagen oder so ein Scheiß, das wäre ja verboten. Auch freiwillige Ziele dürfen sie nicht auslutschen, die brauchen ja Blut, ne? Sondern müssen das quasi kaufen von quasi hier dem normalen Blutkrankenhausversorger. Das ist aber leider in staatlicher Hand. Das Konzerne dürfen das nicht verkaufen und lohnt sich ja für die auch nicht. Deswegen ist da meistens echt ganz schön wenig da und das mit dem Seelenausrauben, das ist wiederum leider verboten. Also Benji darfst du sein, aber nicht lange. Alles klar. Gut. Also die Olle hat kein schönes Leben in freier Wildbahn. Also sie hat eine Existenzberechtigung, aber keine Existenzberechtigung auf Dauer offensichtlich. Na, ich kann dir sagen, du bist in dieser Stadt erlaubt, wenn du dich immer meldest, aber du darfst jetzt nicht mehr essen. Also, du darfst so lange existieren, bis du verhungert bist. Das ist ja auch okay. Ja. Super. Ja, und immer schön brav den Benji-Stern trägst, ne? Genau den. Cutie. Dann... Ob sich demnächst ein paar Humanes-Leute vor die Tür stellen, fick nicht bei Benjis. Guck ich mir die Alte trotzdem nochmal an und dann haben wir ja schon mal was, was wir mal erzählen können. So, es ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Und dann vielleicht mal mit der Alten reden. Ich würde ungern mit einer Banshee reden. Das müssen wir nicht face-to-face machen. Doch, aber wenn ihr das nicht wollt, dann mache ich das alleine. Warum willst du mit einer Banshee reden? Weil das, was sie da durchzieht, das ist auch der Grund, weshalb wir hier sind, auf Dauer nicht geht. Nicht bei den Leuten. Das kann die nicht machen. Oder das, wenn, dann soll sie sich angucken, mit wem. Das kannst du ja ihr alles gerne mitteilen. Das kannst du aber auch als Brief schreiben oder du nutzt die heutige Technik und machst das VR. Ja. Ist bisssicherer. Ja, das ist richtig, aber... Wie ernst nimmst du jemanden, der dir per Nachricht schreibt, ey, das, was du da machst, ne, das finde ich eigentlich gar nicht so geil. Könntest du vielleicht mal bitte irgendwie kurz, also, ich weiß nicht. Also, wenn dieser jemand mir androht, dass ich ihm gleich die Pestkontrolle mit samt der Nachricht, hör mal, da ist so eine Banshee, die hat seit 5-6 Jahren einen Puff und strahlt also, nicht aus, dass eine Banshee ist. Pass mal auf, ich mag ja in manchen Bereichen echt ein Arsch sein, aber ich bin noch nicht so arschig, dass ich Leuten die Bullen auf den Hals hetze. Das weiß derjenige ja nicht, wenn du ihm das in der E-Mail sozusagen sagst, hör mal, ich könnte ja. Aber so ja, lass uns nicht. Also bevor wir jetzt anfangen mit einer Banshee zu reden,
Ich gucke mir die alte erstmal an. Genau, gucken wir uns doch erstmal an und dann reden. Richtig. Vielleicht und wir sollten immer noch mit der alten. Und dann sollten wir immer noch im Auge behalten, dass die was mit dem Bullen am Tudeln hat. Ja, und? Ja, wenn was werden die bedrohen Bullen denn machen? Die werden garantiert nicht ihren Job und was weiß ich was riskieren für eine scheiß Banshee, die der sie ab und zu mal oder der die nebenbei noch Kohle abknöpfen können, weil sie ist, was sie ist. Also die werden mit Sicherheit, werden die nicht glücklich sein, wenn sie die Zusatzkohle verlieren, die da abdrücken muss, damit sie irgendwie existieren darf. Aber die werden auch nicht Stein und Bein für die riskieren. Das werden die garantiert nicht machen. Ja, da bin wir sollten ich mir das sogar im Auge, sehr sicher. Wir sollten das im Auge behalten. Ja, das sollten wir, da gebe ich dir absolut recht. Mehr aber wir warten jetzt erstmal, bis es spät ist und dann gucke ich mir die alte an und dann können wir mit meinem Bruder quatschen und dann können wir weitersehen. Okay. Beziehungsweise ihm mal kurz Bescheid sagen, was da abgeht und dann werde ich auf jeden Fall mit der alten reden und ob ihr mitkommt oder nicht, ist dann eure Sache. Ich komme auf jeden Fall dann mit, aber mir behagt es nicht, mit einer Banshee zu reden. Mir behagt es auch nicht, mit einer Banshee zu reden. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Aber es führt keinen Weg dran vorbei. Ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst, du sollst ja auch die Fresse halten, Kaban. Ich halte das immer noch für eine dumme Idee, aber gut, mach was du willst. Warum hältst du das für eine dumme Idee? Weil es eine dumme Idee ist, aber lass uns doch erstmal so mit deinem Bruder reden und dann das fertig machen. Ich gucke mir erstmal die alte an und dann reden wir mit meinem Bruder. Genau, ich will wissen, und danach alles andere. Ich will wissen, wie hart die drin ist. Jo, mach. Jetzt wird es so gegen 12 sein oder so. Na Jutti. Gegen 5 Uhr morgens wird derjenige, der noch wach ist, bemerken, dass die wiederkommt. Ihr Weggehen habt ihr offenbar verpasst, kann ja auch mal passieren. Ja. Du hast, ich sag mal, nicht ganz so viel Zeit, um da jetzt noch runter. Fenster kannst du nicht aufmachen, schade. Um da runterzukommen und da mal einen Blick auf die zu werfen. Da muss ich mich halt beeilen. Würfel mal beeilen. Was ist denn beeilen bei dir? Laufen. Du nimmst dein Attribut Ridiculousness und das mal 2. Nee, du wirfst mir jetzt einfach okay. Skin. 2 Erfolge. Hast du gerade einen Würfel gewürfelt? Ich habe gerade meinen Standardwürfel gewürfelt für körperliche Proben, den ich am Abend vorher würfle, ja. Achso, den. Ja, Gottes Willen. Also. 2. Das ist natürlich ziemlich viel. Krank. Unglücklich. Erwacht. Keine Implantate. Du wirst die Aura das nächste Mal wieder erkennen, so dich dein Gedächtnis nicht zerhackt. Ende. Ich kann also nicht abschätzen, wie hart die drin ist. Kriegt ihr nicht bei 2 schon schlecht mehr magisch als ich? Dachte oder nicht? Ich auch. Mehr oder weniger magisch als ich. Class of Magical Subject steht hier, nein. Oh, was ist denn die Klasse des magischen Subjekts? Die Beispiele sind echt ziemlich dumm, deswegen würde ich sagen, sie ist kein Feuerelementar, sie ist kein Manipulationsspell, sie ist kein Kraftfokus. Sie ist kein Verfluchungsritual, das sind die Beispiele. Also ich sehe da einfach nicht, wie die in eine Kategorie passt, okay? Es sind 2 Erfolge, das ist mir leider. Magier, leider. Adept. Sowas erkennst du bei mir auf keinen Fall. Nicht mal mit 50 Erfolgen. Was du erkennst, mit der stimmt. 3 Erfolge. 3 Erfolge, okay. Wenn du es immer übertreiben musst. Magie geringer als deiner. Deine. Essenz? Ah, stimmt, das steht da auch noch. Essenz ist... Wie viel hast du? Ich
5,4 ungefähr, 5,3 ein paar gequetschte. Weit höher als deiner. Mehr als ein normaler Mensch. Aber... Hä? Kann die mehr haben? Ja. Als 6? Ja. Magie mal 2 plus Essenz, glaube ich. Krasse Wurst. Plus... Hast du wohl gerade gut gegessen? Naja, wenn es so gut schmeckt. Nee, es ist aber fragmentiert. Also gestückelt. Das ist nicht alles unbedingt eigen. Yes. Ja. Mhm. Also jetzt schon, sag ich mal. Ja. Wer findet und so weiter. Ja. Sollte vielleicht mal mir die Dropbox öffnen, um mir zu notieren. Ach so, die Art der Krankheit könnte was in Richtung HMVV sein. Ah. Hast du jetzt 3 Erfolge? Ja. Lieber SL, mal um mich in 5 und Banshee, die nicht mehr nur Fauch sind, zurechtzufinden. Ist das bei denen wieder so, dass die Menge an Essenz auch das die Magie von denen direkt pusht? Nee. Ah, okay. Die haben normal Magie und wenn deren Essenz so weit fällt, weil sie sich nicht genug nähren, dass das unter die Magie kommt, dann haben die weniger Magie als vorher. Okay. Und ja, ich habe den Bescheuert-Schalter auf ganz weit oben gestellt bei dem Run. Dankeschön. Deswegen ist ja, also ich weiß nicht, ich sag sowas ja immer gerne, Düse würde mich hassen, aber ist mir egal. Papillon auf Deutsch heißt ja auch Schmetterling. Schmetterling, genau. Ich konnte nicht anders. Ich hab dich lieb. Zum Glück hat sie keine Flügel. Das ist noch nicht bewiesen. Vielleicht kannst du die ja einklappen. Ah, das ergibt Sinn. Genau. Schmetterlingsflügel sind so super knappbar, das ist geil. Willst du noch irgendwas machen, Flomette? Ach ja, du kannst mir erstmal ganz kurz ihr Bräuche würfeln. Warte mal eben. Nö. Okay. Musste nur gerade, ich war gerade verwirrt. So. Dann ist das mal anders. Fresse. Das war unnötig. Stimmt. Aber möglich. Und Deli weiß, dass ich ihn trotzdem lieb habe. Alles safe. So, was sollte ich würfeln? Hier Bräuche. Bräuche. Genau. 5 Erfolge. Alter. Ja, mein Limit ist noch nicht erreicht. Oder damit. Doch, nee, ist noch nicht. AFK? Na, Jutti. Obwohl du dort unten erschöpft und leicht außer Atem gerade das unterdrückend ankommst, während nur wenige Menschen, na, nicht so weniger, aber weniger Menschen als sonst, dort die Straße langlatschen, also eher den Fußweg, und sie da quasi, während die sich nochmal umguckt und dich eigentlich im Blick haben müsste, dort dann in das Haus reinlatscht, bemerkt sie dich nicht als etwas Außergewöhnliches. Das sind die kleinen Dinge im Leben. Das zeigt den Frauen auch immer, sag ich mal. Aber Trolli, dagegen kann man doch was tun. Dr. Baryshnikov gibt's leider nicht. Aber Penispumpe. Die funktioniert nicht. Das findet bei mir keinen. Ist ja auch egal. Dann musst du dir einfach mal eine Frau besorgen oder auch einen Mann, je nachdem, was dir lieber ist, dass sich ordentlich um dein Gemächtchen kümmert. Ansonsten ausstopfen hilft, auch beim Kondom. Das gefällt mir. Aber dann merkt er ja nicht mehr so viel. Dann ist es ja nicht mehr gefühlsecht. Ja, aber das ist doch... Also ich meine, es geht ja auch um das Psychische. Ja, aber wenn sie er oder sie eine ordentliche mündliche Prüfung ablegt, dann wird das vielleicht sogar bei dir erkennbar. So viel Sog ist nicht immer aufzubauen bei... Also es ist ja auch egal. Gut, es ist 5 Uhr morgens.
Jojo schreibt den anderen beiden eine Nachricht, die er, weiß ich nicht, ob die pennen oder nicht. Ich hoffe, du hast uns geweckt, bevor wir bevor du alleine runtergegangen bist. Alles klar. Ey, Daddy, deine Menschenkenntnis hätte dir vorher gesagt, dass sie dich nicht wecken wird. So, du kennst sie genug. Ich habe aber keine Annäherungssensoren, die ich in die Wohnung packen kann, damit ich mitkriege, wenn die abhaut. Okay, du gehst in den Shop und holst dir 50 Nuyen. Ich habe Drohnen. Die können das. Siehst du. Stimmt. Die waren so programmiert, dass wenn Jojo den Raum verlässt, beziehungsweise die Wohnung, dass die mir dann mich wecken. Ja, die haben dich geweckt. Ja, bevor Jojo mich anrufen kann, kriegst du eine Nachricht, solltest du mich nicht wecken? Ausrufezeichen. Wenn du den Raum verlässt. Du bist doch wach, Smiley. Außerdem habe ich die Tür laut zugeknallt, Ausrufezeichen. Ja. Mach sowas nicht, wenn wir sowas in unserer Gegend haben. Judy, sie kommt dann auch irgendwann wieder hoch. Das war jetzt kein Ja, ne? Hm, ich weiß das. Sie kriegt einen bösen Blick. So. Sie ignoriert deinen bösen Blick. Also. Hast du erwischt. Was? Hast du erwischt. Ja, also sie ist definitiv, was wir glauben, was sie ist. Okay. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendein anderes Aura-Dingsbums mit ihr fusioniert ist. Keine Ahnung, wie das aussieht, wenn man irgendwie so eine Art Pakt hat oder so, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass da noch was anderes ist, mit Ausnahme der Tatsache, dass sie offensichtlich schon irgendwie sich Teile anderer Energien einverleibt. Das habe ich schon gesehen. Alter. Und also ich glaube, ansonsten ist sie mana-technisch, also so magic-technisch eingeschränkter als ich. Okay. Wie viel, weiß ich nicht genau, aber eingeschränkter auf jeden Fall. Dann hoffen wir mal. Gut, ich gehe jetzt nach Hause, pennen. Ihr könnt morgen vorbeikommen. Mhm. So, was weiß ich. Hier, dein Bruder meint, ihr sollt euch woanders treffen, ne? Ach so. Ah ja, gut, alles klar. Wir kommen nicht zu mir. Wir treffen uns morgen. Was? Wenn es morgens ist, dann können wir uns ja in einem Café treffen. In einem ruhigen. Nee. Pass auf. Da gibt's so ein. Ja, doch, das ist so eine Art Café. Da sind aber immer ziemlich viele Leute, da kann man aber auch gut dann, wenn man sich den Kaffee geholt hat, ein paar Straßen weitergehen und dann ist gut, dann da ist dann ruhig. Hier, warte. Da. Ah. Buggy's Coffeehaus. Achso, ja, okay. Ja gut. Treffen uns dann da. Ja. Wie viel Uhr? Ich weiß nicht genau, wann er morgen kann. Ich schick euch nochmal eine Nachricht, okay? Also vor 11 wird's auf jeden Fall nicht. Okay, perfekt. Hat TikTok dort gepennt? Der also pennt auch gerade sehr aktiv. Also ihr hört übrigens während dieser Diskussion ein zärtliches Kinderschnarchen.
Oh. Bei Jojo schießt Milch ein. Hapü, hapü. Mit einer kleinen Schnur. Sie unterdrückt den Impuls, ihn zuzudecken und geht. Ich lass mich das mal anders formulieren. Wollt ihr dem das vielleicht auch sagen, oder? Das kann Nein. ich ihm noch morgen sagen. Eben, das sag ich ihm einfach morgen. Das wollte ich nur wissen. Ja. Wie lange habe ich gepennt? Habe ich lang genug gepennt, um wach zu bleiben? Ohne völlig im Arsch zu sein? Nee. Also ich meine, fünf Stunden. Ja, es wird dich nicht überhart prügeln, wenn du nochmal in 2 Stunden, 3 Stunden schläfst, wäre schon auch schön, ja. Nee, also wenn es mich nicht überhart prügelt, dann bleibe ich wach, halte Wache quasi. Und um 8 Uhr trete ich den anderen aus dem Bett. Würfel mal bitte während deiner Wachzeit Wahrnehmung und Intuition. Du kannst deine Augenverbesserung gerne mit benutzen. Sehr schön. Das müsste der sein, genau, das ist der wichtige Wurf hier. Bam! 4 Erfolge. Ey, in dem Auto da drüben, da ficken 2! Da siehst du sogar, das Fenster steht ein bisschen offen, Alter, der knallt die voll. Das ist auch gut. Das ist wichtig zu wissen. Ich weiß. Ich mache ein Foto von den beiden. Nachdem sie rauskommen? Nein, während des Coitus. Und nachdem sie rauskommen. Genau, und nachdem sie rauskommen, damit ich das Gesicht schön weiß. Ich wollte schon sagen, da kann man sich wenigstens die Gesichter noch schön angucken. Ich sag mal, das Bild, was ja nur partiell wichtige Stellen zeigte, war auf jeden Fall besser. Als die Gesichter. Ja. Die könnten quasi bei Dr. Baryshnikov ein Vermögen machen. Als Vorher-Model oder was? Ihre Wangenknochen haben halt eine unterschiedliche Höhe. Ich möchte jetzt gerne das richtig geil eingespielt haben. Sehr geil. Kommt immer scheiße, wenn das jemand verlangt, aber ist okay. Na, es ist, also, wo hätte es besser gepasst? Ich benutze das so selten inzwischen, dass ich das einfach vergesse. Verzeih mir bitte. Deswegen musste ich dich dran erinnern, damit du da bitte vielleicht in Zukunft... Ich hab dich schon längst verziehen. Ich wollte dich nur daran erinnern, damit du in Zukunft vielleicht öfter wieder daran denken darfst, kannst. Danke. Sehr schön. Ich bin der freundliche Erinnerungsservice. Das ist auch das Erste, was ich dich bezeichnen würde. Jutti. Ich weiß. Sehr schön. Ist quasi eine Zeit, wo du TikTok wecken kannst. Ja, ich wecke ihn. Wie genau wolltest du das nochmal machen? Ich stupse ihn an. Ich dachte, du gibst ihm vielleicht ein Küsschen oder so. Nein. Das wird auch nur mit Zunge zählen. Schön wäre es, wenn es TikTok jetzt sagt: Oh, bitte noch nicht aufstehen, Mami. Was? Wo? Wer? Warum? Du hier Arbeit. Ach ja. Aha. Du sag mal, wir werden uns heute Vormittag irgendwann mit dem Boss treffen, um das Ganze nochmal durchzusprechen. Mhm. Mir gefällt die Verbindung, also wir können jetzt definitiv sagen, dass das ein Banshee ist. Mittlerweile. Mir gefällt die Verbindung nicht zu den Bullen. Ich würde gern rauskriegen, beziehungsweise ich möchte gern, dass du rauskriegst, was für eine Verbindung sie zu den Bullen hat. Wenn das möglich ist. Wenn ich verraten darf. Du bezahlst uns ein bisschen sonst auch eine willfährige Fußmatte. Dafür erzählen wir niemandem, dass du existierst. Ja. Vermutlich. Aber ich würde da gerne, das würde ich gerne wissen. Und nicht nur vermuten. Ich kann mal gröber gucken, aber ich werde jetzt bestimmt nicht bei der Polizei. Das hatte ich mir auch nicht gedacht, sondern erstmal so gucken, welche Bullen sind denn hier für
hier verantwortlich. Und dann werden die ja wohl die beschützen. Also, wenn das häusliche Kehl hier abgehen, ja. Ja. Hier, nimm erstmal einen Kaffee, Mann. Hört sich ja an wie ein. Ist ja völlig fertig. Ja. Mit wenig Schlaf kommst du nicht zurecht, oder? Ja, wenn es nicht sein muss. Außerdem ist diese scheiß Liegescheiße unbequem. Ach, du weißt doch gar nicht, was du. Das ist doch alles trocken hier und das ist alles super. Ich weiß gar nicht, was du hast. Sie ist unbequem. Du hast sogar eine Liege, Mann. Was beschwerst du dich? Ja, ohne Liege wäre natürlich noch schlechter, aber sie ist trotzdem unbequem. Soll ich dir die Tränchen aus dem Gewicht wischen? Bitte, Papi. Gut, prima. Ich gehe erstmal pissen. Mach das. Ja, wenn ich das dann fertig habe, werde ich meine einfache Datensuche machen über die sozusagen hiesigen Streifenkräfte von der Bullerei. Und ja, einfach nochmal checken, ob das zum Beispiel zu dem passt, den wir gesehen haben, der da diesen Kretzling abgeholt hat. Der Spielleiter ist gerade weg. Er sagte, ich soll mit euch chillen. Also Jojo soll mit euch chillen. Vlad verspätet sich. Aber du kannst ja einfach schon mal die Datensuche würfeln. Der Spielleiter sagt dir dann gleich, was dabei rauskommt, wenn er wieder da ist. Und ja, okay. Jetzt würfelt er natürlich beschissen. Gut, nachdem wir dann wissen, was wir wissen, was wir jetzt noch nicht wissen, was wir wissen, würden wir uns dann natürlich auch auf den Weg zum Treffen machen und pünktlich erscheinen, also beziehungsweise sogar ein bisschen eher. Ja. Und dann können wir chillen. Jojo kommt so gerade kurz vor knapp. Na? Hey. Dreifacher Frappuccino mit extra Karamell, Streuseln und Schoko. Ich hält er dir Händen. Na gut. Kaffee hätte es auch getan. Ha, das hast du das letzte Mal hier auch bestellt. Nee, das habe ich hier nicht bestellt. Kaffee so schwarz, dass man die Straße notieren kann, bitte. Lass den Mark Habern holen, der kriegt bestimmt keinen. Sie grinst. Mist. Du kannst meinen haben. Oh ja, der war gut. Jojo geht sich dann irgendwie einen normalen schwarzen Kaffee holen oder einen Espresso. Oder was? Hast du nicht auch immer diese total aufgedrehten Sonder-Cappuccinos getrunken? Nee. Huh. Wer war denn das, der es die ganze Zeit getroffen hat? Rumpelstelz. Ja, der auch, aber ich dachte, deswegen verstanden die sich so gut. Ach so, ja, das war davor. Ach, davor. Das war davor. Als sie noch klein war. Genau, als sie noch klein war. Ach, das wäre... Das ist aber jetzt schon fast ein Jahr her. Ja. Die Welt war damals viel schöner. Das war noch, da hat sie mal Marshmallows und alles reingeschmissen. Mhm. Stimmt, die habe ich irgendwann mal vermisst, die Marshmallows. Die kamen gar nicht mehr. Nee. Irgendwann kamen sie nicht mehr. Irgendwann ist Jojo gestorben. Innerlich. Hey, die hat sich doch schon wieder ganz gut im Griff. Sie trinkt noch keine Zeugs mit Marshmallows. Die Pimmelförmigen werden wieder dran. Ja, die gab's auch mal. Das war noch, da hatte sie noch die Marshmallow-Maschine auf random eingestellt und da kamen auch irgendwann mal Penisse. Ja. Farmtiere gab's auch mal. Länder auch. Ja. Schön war die Zeit. Schön war die Zeit. Die Marshmallow-Maschine gibt's noch. Wo fängt die nur noch Staub?
Ach, die kommt bestimmt wieder zum Einsatz, wenn Vlads Kinder älter werden. Vielleicht auch davor nochmal. Wenn Kaban irgendwann seinen Junggesellenabschied feiert. Oh Gott. Schön wär's. Da kriegt der Brustmarshmallows. Mit Brusthaar? Wenn du möchtest, auch mit Brusthaar. Und sehr mindestens schön. Einem Greif. Genau, dann kriegt er einen Greif, nee, anderthalb, das war ja die perfekte Größe für ihn, mhm. Anderthalb Greif große Marshmallow-Brüste. Geil. Ja. Die haben auch die richtige Griffigkeit dann. Ja, ja, eben, die sind schön weich. Aber auch nicht zu weich, dass sie ihre Form verlieren. Genau, aber nicht zu weich. Und sagen al dente. Brüste al dente. Re? Wanderzart hat gerade seine Datensucheprobe für die Bullen gewürfelt. Wir haben festgestellt, oder ich habe gerade festgestellt, dass Kaban anderthalb greifgroße Brüste aus Marshmallow zu seinem Junggesellenabschied bekommt, wenn er den feiert. Hast du früher verziehen? Nein. Achso, also hat das echt noch Zeit, sagst du. Kaban hat ja auch bald Geburtstag. Dafür gibt's auch nur einen Greif. Wow, das ist ja voll unbefriedigend. Ja, wir müssen auch eine Steigerung da lassen, ne? Für, wenn's mal ernsthaft wird. Sonst freust du dich gar nicht mehr. Na Jutti. Marshmallow-Brüste, natürlich. Er hat einfach einen blauen Pudel, er wird Frischling genannt und dann wird er noch heiraten. Ich weiß auch nicht, was ihr dem Jungen antun wollt. Nee, ich auch nicht. Nur das Beste. Kaban möchte das doch. Er hat sich so an Freya gebunden. Freiwillig. Die war auch okay. Nichts, was vor einem Aber kommt, hat Bedeutung. Außer wenn ich Aber sage. Aber? Ja. Ich wollte es nur sagen. TikTok hat ein... Hat zwei Erfolge bei Datensuche und dir wird Folgendes klar. Es gibt zwei Möglichkeiten. Eigentlich gibt es nur eine Möglichkeit. Nee, es gibt zwei. Entweder du hackst einen Bullen-Com-Link, am besten das von dem Typen, den du schon gesehen hast, der dort abgezockt hat, um zu gucken, ob da was drauf ist an Erpressungsmaterial oder sonst irgendwas, was aber noch einfacher wäre. Wäre den Host zu knacken von dem Ding, das ist jetzt natürlich nicht mal, da sollte man vielleicht, also ne, und so weiter. Das ist ja möglich. Ich habe gesagt, der ist mit Anstrengung verbunden, aber es ist möglich, denn dort hast du ja eine Fülle von Daten von dem ganzen Ding, inklusive Kamerafeeds und so weiter, dort wo Kameras sind. Und kannst vermutlich eher rausfinden, was genau da ist. Weil nur in der Matrix gucken, da wirst du jetzt nicht so viel finden. Du findest noch ab und zu mal Bilder, wenn so ein Bulle, weil irgend so ein Blogger beschwert sich schon wieder, dass die Bullen irgendwie aus dem Puff kommen oder sonst irgendwas, wenn da ab und zu mal ein Bulle rauskommt, das ist meistens der, den ich schon gesehen habe, manchmal noch ein anderer, Namen hast du. Aber ansonsten nicht viel mehr Verbindung zu dem Teil. Also da das AEK, war das Idee war, von der TikTok, naja, so mittelmäßig begeistert war, ja, warum sich anstrengen für sowas? Und zum anderen war die Datensuche auch tatsächlich darauf ausgelegt, dass ich also den, die sagen nur sehe, wer von den Bullen sozusagen streifentechnisch in der Ecke aktiv ist und dementsprechend vermutlich mit der Decke steckt. Und das habe ich ja genau damit. Okay, gut. Gut, die beiden Namen haben wir dann schon mal. Das ist doch schon mal schön. Jo. Das können wir dann nämlich dem Boss mitgeben. Ja, und dass nur, wenn die beiden die Decken, beziehungsweise halt mit ihr zusammenarbeiten. Ja, nur wenn der Boss sozusagen mehr verlangt wird und mehr getan. Naja, das ist klar. Das ist, ich wollte dich jetzt auch nicht in den Hacker tot schicken. Danke. Bitte. Ich bin nämlich Decker und kein Barde. Hier ist dein Rookie-Taufe. Ab ins Zürich Orbitalfreundchen. Hui! Also, wo wolltet ihr euch nochmal treffen? Wir hatten uns an Buggys Coffee... Dingsbums einfach nur getroffen, weil man da irgendwie sich kurz treffen kann, sich einen Kaffee holen kann und dann ein bisschen weiter weggehen kann und in Ruhe reden kann. Von da aus.
Da gibt's ein paar Ecken, wo man hin kann. Jutti. Das heißt, Vlad kommt natürlich einfach mal 15 Minuten zu spät. Er sieht, er hat einfach auch vielleicht einen ganz kleinen Kotzfleck noch auf der Schulter. Alter, könnt ihr euch nicht irgendwie einen Platz suchen, wo man sich hinsetzen kann? Ja, den gibt's da vorne. Hier gibt's so einen Kaffee. Gib mal her, das hier Suff. Sie drückt ihm den Kaffee, den sie für ihn mitbestellt hat, in die Hand. Schmeckt scheiße. Na, Juri. Setzen wir uns doch mal hin. Jo, er pflanzt sich hin, wartet, bis er euch alle hingepackt hat und dann guckt er erwartungsvoll. Also, bei der Alten handelt es sich offensichtlich um eine Banshee, die vermutlich irgendwie ihre Nachmittagssuppe da in dem Puff irgendwie sich holt von ihren Kunden. Also ein Fabelwesen, das mit seinem Schrei ankündigt, wenn jemand stirbt. Nee, eine infizierte Elfe. Die Blut trinkt und Lebensenergie saugt. Lebensenergie saugt. Ja. Puff. Lebenssaft. Das ist überhaupt nicht witzig. Was genau macht die jetzt? Na, die ist, also Banshees sind quasi irgendwie eine mit einer bestimmten HMVV-Art infizierte Elfen, die, wenn ich das so richtig verstanden habe, ihre Lebensenergie nicht mehr selbst, nicht quasi nicht mehr bei sich behalten können. Inkontinente erwachte Elfen. Infizierte. Wenn jemand ausläuft, dann sind es Elfen, Alter, weil die nichts bei sich behalten können. Auf jeden Fall müssen die sich die wiederholen. Diese Energien. Und die hat quasi magische Bulimie. Quasi. Genau. Das passt. Und die muss die sich wiederholen und das macht sie vermutlich von, oder mit ziemlicher Sicherheit jetzt, von ihren Freiern. Oder von bestimmten auf jeden Fall. Und dann werden die halt so komisch. So wie dieser eine Typ halt komisch geworden ist. Weil das quasi mit Leuten irgendwann passieren kann, wenn die nur noch sehr, sehr wenig dieser Lebensenergie haben. Sag mal, da muss das ja, damit du das erträgst, ne? Da muss das ja nicht nur eine Gold, da muss das ja eine Diamantmuschi sein. Kaban, warst du da mal drin? Nee, zum Glück nicht. Alter, das ist eine Diamantmuschi. Ja, aber sie frisst deine Seele, also von daher, nope. Aber jetzt mal im Ernst, glaubst du an so Seelenkram? Ich weiß, dass Magie existiert, also von daher, ja. Es ist halt dein magisches Potenzial, das in jedem von uns drin steckt, so ungefähr. Sie nimmt ja quasi das weg, was auch verloren geht, wenn man sich zu viel Cyberware einbaut und wovon du irgendwann abkratzt. Sag mal, Taschenelf, fühlst du dich manchmal ein bisschen magisch? Nö. Keine magischen Momente? Überhaupt nicht, außer Matrix. Na, Juri, also, die lutscht die Leute aus. Yep. Quasi, ja. Ja, sie knabbert mal wieder dran, ne? So ausgelutscht hat sie ja wohl keinen. Nicht bis ganz, aber ich habe keine Ahnung, wie weit sie jetzt letztendlich geht dabei, aber zumindest so, dass die Leute die Effekte irgendwann zu spüren kriegen und nicht wissen, was los ist, ja. Sie macht Menschen krank, sagen wir es einfach so. So, wie gesagt. Die typische Hausfrau. Die Alte ist. Der Hausdrachen, ja. Die Alte ist erwacht. Also, zumindest von dem, was ich jetzt sehen konnte, schiebt die weniger Kram durch die Gegend als ich. Aber wie, kann ich auch nicht genau sagen. Also wie viel oder wie gut die, also wie viel Zugriff die jetzt hat, kann ich nicht sagen. Naja, also so viel erstmal zu dem, was davor geht. Inwiefern die Bullen da jetzt involviert sind, außer dass die jetzt Asche abziehen. Ich sag mal, wir haben die jetzt in der Zeit, in den paar Tagen nur einmal gesehen, dass er da irgendwie Kohle rausgeholt hat. Ja, das sind aber diese beiden Jungs. Zack, zack.
bei den Namen von den beiden. Ja, genau. Ja, wo wahrscheinlich. Ein Bild hatte Vlad ja schon gekriegt, das hatte Jojo ihm ja schon gegeben. Genau. Ja, die beiden werden es wahrscheinlich sein. Ja, und die lassen sich wohl auch schon mal ein bisschen aushelfen, wenn sie irgendwie eine Funzel für irgendeinen Kram brauchen und keinen Bock haben, irgendwie Antrag zu stellen. Nächster Schritt wäre, mit der Alten zu quatschen. Nee. Da will ich aber erstmal wissen, was hier Nordi mit den Bullen macht. Ich meine, guck mal. Es gibt mal einen kurzen, triumphierenden Blick zu Jojo und dem Zwerg. Was guckst denn du so dämlich, Frischling? Frischling? Was du so dämlich guckst, Frischling? Ich hab denen das auch gesagt. Yay. Die eine weißt du, was der Unterschied ist? Wenn ich das ja, sage, du hast es zu entscheiden, dann ist das aber krass. Und wenn du das sagst, dann ist das mein guter Einfall von dir. Nee, pass auf, das Ding ist folgendes. Wenn die Bullen gerade Stress haben, den sie ja haben, wenn sie schon wieder Beratung kriegen von irgendeiner Sicherheitsfirma, von irgendeiner daherlaufenden, weißt du, wenn Moloko sich hier einschleicht und denkt, die werden schon wieder der Eier im Busch oder so, was weiß ich, wo die ihre Eier haben, dann müssen die Bullen da eigentlich drauf achten, dass da nicht die Leute ausgelutscht werden. Weil das macht doch schlechte Publicity. Das wird doch aufgegriffen, gegen die Bullen verwendet und dann sagen, Moloko sagt dann hier, Alter, wir sind viel geiler. Das heißt, die Bullen können sich das ja nicht erlauben. Das heißt, das muss sich für die lohnen. Das will ich wissen, wie sich das lohnt. Und danach, wenn du das rausgefunden hast, dann quatschst du nicht nochmal mit mir. Dann gebe ich dir volle Handlungsberechtigung. Dann hältst du dir einen Halogenstrahler ins Gesicht und dann verbrennt die oder was weiß ich, was du machst. Diskret. Also nicht mit einem Halogenstrahler. Na, auf jeden Fall, dann machst du, was du willst. Aber da holst du dir erstmal noch die Info. Gut. Na, die eine Möglichkeit, an die Infos zu kommen, was sie mit den Bullen macht, ist entweder, dass er mal guckt, ob er irgendwie mit dem, also sie guckt jetzt in Richtung TikTok, ob der den Kram von dem Laden irgendwie knacken kann. Die zweite Möglichkeit ist, das wäre die einfachere, direkt mit ihr zu quatschen, um rauszukriegen, was sie mit den Bullen zu tun hat. Mit den Bullen selber würde ich jetzt eher mal nicht quatschen wollen. Aber wenn wir mit dem mit ihr reden, weiß sie auf jeden Fall, dass wir hinter ihr her sind. Mit Bullen wird nicht gequatscht und mit der wird auch nicht gleich gequatscht, weil wenn das was ist, wo die Bullen wirklich hinterher sind, dass sie es aufrechterhalten, dann kommen die nach und machen noch mehr Stress und ich habe keinen Bock auf Stress. Das heißt, sie finden das irgendwie anders raus. Alles gut. Ei, Chef. Na dann, viel Spaß. Grinst sie in Richtung TikTok. In Buff anbrechen, da bleibe ich bestimmt geil. Hat noch jemand von euch was dazu zu vermelden? Er guckt jetzt in Richtung Gaban und TikTok. Was ihr euch nicht traut, weil Jojo gesagt hat, das spielt keine Rolle. Solange ich nicht mit der irgendwie ein Wohlfühlgespräch führen muss mit der Ollen. Ach nein, musst du nicht. Ich meine, es macht dich natürlich echt weniger nützlich für uns, wenn du nicht mal in der Lage bist, ein Gespräch mitzuführen, obwohl du nicht mal quatschen musst. Aber okay. Eigentlich nichts weiter. Dann geht ihr beten schon mal vor, Jojo, du bleibst mal kurz. Jawohl, Chef. Dann ab in den Hideout. Tust du mir einen Gefallen, Taschenelf? Was denn? Lass das mal mit dem Chef, Alter. Dein Chef bin ich, wenn du mein Tattoo, also unser Tattoo trägst und das wird halt einfach nie passieren. Das klingt irgendwie, als wäre ich Vorstaatsvorsitzender von einer Fischnetzherstellerei in St. Petersburg, Alter. Da krieg ich direkt Kretze. Okay. Mach ich, was darf kannst, ich sonst kannst, sagen? Oder durchlaucht? Alter. Ja. Euer Gnaden, sagst du ab jetzt. Und wenn du mich das erste Mal siehst jeden Tag, da wirst du dich ein bisschen verbeugen. Oh Gott, nee, warte, du wirst auf die Knie gehen, wirst du. Wenn du mich das erste Mal am Tag siehst, wirst du auf die Knie gehen. Dann musst du sagen, euer Gnaden. Aber nicht drauftreten. Mal gucken. Ich probier's mal aus.
Und jetzt verzieht euch mal eben. Okay. Jupp. Wir gehen Bagel kaufen. Sehr gut. Alter, umso kleiner, umso frecher. Das dachte ich bei dir schon immer, aber es wird echt noch schlimmer. Junge, Junge, Junge. Pass auf. Wenn die nützlich für die Bullen ist, je nachdem, das wirst du einschätzen können, weil du dich mit dem magischen Scheiß auch auskennst. Ich habe auch nichts dagegen, wenn die für uns nützlich ist. Wir haben jetzt nicht hundertprozentig die Ressourcen, um die hart zu beschützen, weil die nicht in unserem scheiß Turf ist. Aber wir können ja ab und zu mal gucken. Wir kassieren die auch ja nicht ab, wenn die sonst nützlich ist. Wir sind ja nette Menschen. Verstehst du? Das genau so hätte ich es jetzt auch gemacht. Ja, was quatsch ich denn eigentlich mit dir, Alter? Weiß ich nicht, weil wir heute 3 Minuten miteinander gequatscht haben und du das Bedürfnis danach hattest. Das kann sein. Siehst du? Jutti, zieh's durch. Alles klar. Bis später. Warte mal, wenn ich den Taschenelf das nächste Mal sehe und ich vergesse, was der zu machen hat, dann wirst du ja für mich einspringen. Selbstverständlich. Sie grinst. Hau rein. Bis gleich. Ach so, und kauf mal irgendwie, wenn du das nächste Mal kommst, kaufst du mal noch ein paar Packungen hier Babybrei. Jo. Dann jeder. Ja, sie steht auf und kommt hinterher. Was hätte er wohl gesagt, wenn ich ihn Mr. Johnson genannt hätte? So, Schnubbis. Jo. Was gibt's? Nix. Wir gehen jetzt. Und dann darf unser Matrix-Jockey mal gucken, was er so hinkriegt. Ich darf einfassen. Und wenn er nichts hinkriegt, dann müssen wir müssen wir mal gucken, mit wem wir da labern können. Denk dran, dass auch in 7 Tagen da ein Päckchen kommt. 6 Tage. Ja. Ja, sag mal, wenn die da ist, ne, kommst du dann nicht sowieso auf deren Comlink drauf? Die muss Comlink, da... sowie das der Sicherheitsleute dort und der Nut ist an den Host geslaved. Also ja, aber kommt doch nicht, selber raus. Aber auch wenn sie dann bei in dem Bodyshop ist. Ein Slave ist völlig egal, über welche Reichweite es ist. Das wusste ich nicht. Ah, das ist safe. Das habe ich auch eher dem Hacker gesagt. Shit. Gehupft wie die Spruhe. Okay. Dann hat der Hacker ihr das jetzt halt gesagt. Und sie sagt, okay, wusste ich nicht. Ab in die Batcave. Alles klar. Das Auto ist leider zerbombt und die Anzüge haben echt wenig Panzerung, aber sonst ist cool. Alfred ist nur noch ein Hologramm, aber immer noch ein Wichser. Solange die Strumpfhosen nicht zu eng sind, ist alles safe. Gerade eng genug. So muss das sein. Sehr geil. Ich versuche mich zu bessern. Jutti, wo macht ihr euch hin? Na, wo will der Hacker denn hacken? Ich denke mal wieder in der Röhre, ne? Da guckst du in der Röhre, was? Ja, wenn die schon so praktisch im Hause ist. Ja, soll ich direkt mal würfeln, wa? Heiß oder kalt? Heiß. Also das, was du dir da zusammenwürfelst, ne, macht mich ja schon ein bisschen scharf, so. Schon ein bisschen geil, ja. Ein bisschen. Ja. Ja. Na Juti, warte kurz. Ich muss ja auch erstmal würfeln. Ja. Es verhält sich also so. Du analysierst natürlich erstmal den Host. Ikonografie ist übelst easy, das ist einfach nur quasi eine schöne, geräumige Lounge mit einem netten Herrn, der dich quasi dann rumführt, der dir einen Platz zuweist, also der dir einen empfiehlt, der dir auch Getränke bringt und so weiter. Das ist alles gemütlich, das ist alles in sanften, beruhigenden Tönen mit Kaminprasseln im Hintergrund und so weiter. Der Horst
hat ein Aufspür- und Marker-IC standardmäßig laufen, ist ansonsten darauf hauptsächlich ausgelegt, nicht besonders viele Daten zu verarbeiten, sondern sicher zu sein. Er hat auch nicht so viel Punch. So, und dann hast du einfach eine Bazillion Erfolge. Mindestens. Mindestens. Das heißt, du wirst vermutlich ist das Einfachste, dich einfach unsichtbar zu machen, quasi ikonografisch und dann reinzuspazieren, sodass der Typ dich gar nicht erst im Auge hat. Die beiden IC sind auch dann quasi nette, freundliche Herren, die dich umsorgen, theoretisch. Du bist drin. Du guckst dir alles ein bisschen an, du siehst, wo die Kameras quasi gesteuert werden, der MAD-Scanner. Du siehst, dass da die Wachleute ihre verdammten Smart-Things dran geslaved haben und die Ankommlings und so weiter. Es sieht erstmal nicht aus, als wäre da irgendwas besonders Interessantes. Die Karte, ne? Mhm. Das steht ja auch Drohnenschrank. Mhm. Da ist eine Putzdrohne drin. Mhm. Nee. Und dann ist da tatsächlich eine kleinere Drohne, die bewaffnet zu sein scheint. Wenn du kurz über die Drohnendaten drüber guckst, dann wirkt es so, als wäre das behelfsmäßig daran montiert, als würde die über die Autosofts verfügen, damit auch selbstständig zu schießen. Die Software ist aber gecrackt, etwas älter, nicht ganz zum Drohnenmodell passend. Die Waffe ist auch eher ungeeignet für eine Drohne, also das Ding ist jetzt nicht übel gut, aber es ist halt wenigstens da. Hm. Dann. Comlink, das Chefin wird auch nicht so viel Interessantes dabei sein, außer dem, was ihr schon wusstet. Und dann gibt es halt einen Datenspeicher. So. Dir fallen zwei Daten ins Auge, die interessant werden könnten. Die sind leider verschlüsselt. Jetzt ist ja folgendes Problem in SR5. Du kannst verschlüsselte Daten natürlich nicht einfach einsehen oder runterladen. Du musst sie natürlich erst knacken. Knacken ist halt eine Brute-Force-Handlung, was nicht gegen deinen Nachteil läuft. Aber was halt, wenn du es schaffst, immer Alarm auslöst. Sehr doof. Habe ich Zugriff auf den Boot-Sektor? Nützt ja nicht viel. Doch. Ich bin zu den Host davon überzeugt, dass er mir die Daten sozusagen selber aufschlüsselt und schickt. Achso, wenn du... Warte mal kurz. Kurz nachgucken, Matrix-Fickung. Da ist es doch. Du brauchst... Dafür brauchst du 3 Marks und dann noch eine andere Probe, die ist erstmal egal. Also 2 weitere. Okay. Das ist halt einfach nicht dein Scheißernst. Doch. Na komm, eine noch. Würfel mal schlecht, nur so zum Spaß. Ja, ich habe vollkommen versagt. So, warte mal kurz. Okay, ich glaube, ich weiß, wer dieses Tool gehackt hat. Der Hacker. Ansage würfeln. Na Juti. Also, du verschaffst dir erfolgreich ein zweites Mark, indem du dich noch unsichtbarer machst, offensichtlich. Und dann versuchst du es auch mit dem dritten. Beim dritten aber guckt sich der freundliche Typ plötzlich zu dir um. Die sanften, beruhigenden Farben sind etwas schillernder, etwas greller im Duktus. Und das ganze System scheint eher in Aufruhr versetzt und scheint nach einem Eindringling zu suchen. Noch nicht gefunden zu haben, aber ich sag mal, es könnte Alarm ausgelöst worden sein. Außerdem hast du das dritte Mal. Einen Moment, nein. Du hast eine Sleaze-Probe verkackt. Gut, der Host hat sofort 3 Marken auf dir. Und sieht dich. Ups. Du kannst, nur zur Info, ne? Das heißt nicht, dass du sofort raus musst. Du kannst halt sagen, ich zieh's durch. Mhm. Aber du hast halt nur noch, also du hast halt immer noch nur 2 Marks. Naja, komm, die 2 Marks, die will ich jetzt nicht umsonst drauf gemacht haben. Hm. Jau. Juti, warte, ich muss kurz was gucken. So, also, du verschaffst dir erfolgreich das dritte Mark.
Du wirst diesmal einfach vermutlich Zahnräder irgendwo hinklatschen. Und das eine IC, das Tracker-IC, versucht dich natürlich deine Position zurückzuverfolgen. Du darfst dagegen würfeln mit Willenskraft und elektronische Kriegsführung. Na, super. Aber den VR-Bonus hat er doch trotzdem, oder? Der wird... Achso, Moment. Da du jetzt nicht mehr auf Schleichfahrt fahren musst, da du sowieso entdeckt wurdest, kriegst du jetzt tatsächlich plus 2 R. Da, gut, dass wir nicht Shadowrun 4 spielen, sag ich mal. Jo, alles klar. Ist vollkommen in Ordnung. Nee, das ist echt... Auch nach Shadowrun 4 wäre es übrigens vollkommen egal. Wär's ein Patzer gewesen. Nee, halt. Was? Wenn ich und so weiter... Das ist, nach Shadowrun 4 wäre es egal, weil ich es nicht gesehen hätte. Also, es verhält sich ja so. Das Icon versucht dich zurückzuverfolgen, und zwar indem es, wir sind heute übelst kreativ, es versucht dir so eine Scheiß, dieses Taschentuch in dein nicht vorhandenes Sakko reinzustopfen, verfehlt dich aber locker. Du bist dran. Gut, ich muss doch wohl nichts mehr da machen, ne? Ich bin fertig. Doch, du musst, nee, du hast jetzt 3 Marks, das heißt, du musst noch einmal würfeln, und zwar Hacking Intuition. Du musst quasi noch den Befehl jetzt vortäuschen. Das macht übelst viel Spaß, würde ich sagen. Nö, das ist okay. Das ist ein Hacker, was erwartest du? Hacker hacken im Nahkampf gut. Melody. Also, du sagst dem Knoten: Junge, du machst, was ich will. Also dem Host. Der Host macht, was du willst. Dir werden die beiden Dateien zugeschickt, entschlüsselt. Ich nehme an, du loggst dich aus und wirst deine ID zurücksetzen. Aber sicher das. Du hättest aber auch noch, das hast du jetzt ja schon gemacht, also egal, hättest quasi nur sagen sollen, Alarm runterfahren, Protokolle löscht. Da hätte er einen neuen Befehl machen müssen, weißt du? Ja. Aber ja, 3 Mark. Ja, aber guck doch mal, ich könnte ja dann wieder versuchen, ihn zurückzuverfolgen, und das wäre bestimmt genauso cool wie gerade eben. Genau, so ist das, ne? Hit and run. Na Joti, du hast deine beiden Daten. Das eine ist eine Liste von Kunden mit, also es ist halt so ganz, ganz normale Daten wie, hast ein Bild, du hast das Alter, nicht der Wohnort, aber was sie beruflich machen. Die sind nicht hundertprozentig vollständig. Das sieht halt eher so aus, wie als hätte das jemand quasi mitgeschrieben. Und als wäre das was gewesen, was man eher von jemandem erfahren hätte, als hätte man es in der Matrix gesucht. Und daneben hast du ganz viele Stichpunkte, was sie mögen, nicht nur auf sexueller Hinsicht, sondern auch sonst, wie sie wirken vom Gefühlszustand her. Allgemeine Daten über ihr verdammtes Leben, mit wem sie gut auskommen. Also über die gibt es dann keine weiteren Informationen, aber halt eine Beschreibung von den Personen und dann noch Aufzeichnungen von ihren Sitzungen in dem Puff. Es scheint auch so, als würde man meistens, wenn man nur das erste Mal ist, nicht gleich rammel, 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 solche Leute, die da reinkommen und sagen, ich will ficken jetzt, die werden direkt an einen anderen Puff verwiesen, sondern halt wirklich die Leute, die zurückhaltend sind, die sich nicht ganz wohl dabei fühlen, aber die gern menschliche Nähe suchen und die dann quasi auch offenbar dient das Ganze dazu, die Leute auch emotional aufzuwerten, zu festigen, auf dass sie zufrieden sind. So, dann gibt's aber noch eine Spalte, wo halt steht, wie angegriffen oder nicht angegriffen ihre seelische Struktur durch Implantate ist. Aber naja, so, dann sind da auch ein paar cool markiert, bei denen das nicht so sehr der Fall ist. Des Weiteren. Also die Menükarte. Genau. Die zweite Datei. Dabei handelt es sich um Dinge. Er denkt noch, hört ihr das? Es ist ja so, dass es sind zum einen so quasi Anmerkungen mit Dingen, die zu kaufen sind. Das sieht aus wie irgendwelcher magischer Krams, die man braucht, um irgendwas herzustellen. Dann quasi eine Beschreibung von Zaubern, die damit zu verankern seien in einem Gegenstand. Und Termine. Die Termine decken sich zum Teil, also fast, na sagen wir mal so in 70% der Fälle mit Tagen, wo auch irgendein Kopf da war.
Der Puff wird für diese Dienstleistung zum Teil auch entschädigt. Und das, was sie offenbar an die Bullen abdrücken, weil du hast ja auch Zugang gehabt zu irgendwelchen Geldsachen, so ein bisschen jedenfalls, konntest du zumindest gucken. Mhm. Es scheint nicht so, als würden sie überhart abdrücken. Also so erpressungsmäßig, sondern eher so, wir geben euch einen gewissen... Es ist halt die Menge, wo man sagen würde, liebe Polizei, wenn ich euch so ein bisschen mehr bezahle, könnt ihr da mal wirklich gucken, wenn hier was ist. Und könnt ihr vielleicht doch mal eine Ticken schneller sein. Das wäre echt richtig nett von euch. Ja, den Kaffee ausdrücklich nochmal neu bestellen ist, okay. Zum Beispiel. Klingt ja erstmal alles relativ safe. So nicht so hart drin mit dem Finger. Halt nur mit einem. Ja. Schon mal besser. Gut, dann stöpfst du dich aus. Tupfst so ein bisschen leichten Schweiß ab. Und geh dann mal Jojo auf den Sackpad kommen. Hm? Ich denke, ich hab's. Also, hier komm, ist. Ich komm, Moment. Es dauert länger als bei Jojo. So schnell wie ich meine Stommelfüßchen und meine nicht vorhandenen Elfenflügel tragen. Es dauert doppelt so lange wie bei Jojo. Ja, die ist ja runtergelaufen, das zählt nicht. Aber die ist litiert. Und sie ist auch wieder hochgelaufen. Mist. Aber sie ist halt doppelt so groß wie ihr. Stimmt. Circa. Nicht ganz. Faktor 1,5. Wie dem auch sei. Also, hier sind die Daten. Also, sieht eigentlich, sag ich mal, nach dem ganz normalen, hört mal, Cops, seid mal ein bisschen lieb zu uns, Deal aus. Also, ich sag mal, die ist nicht viel, was die abdrücken. Ansonsten habe ich noch hier die Menükarte von Madame. Ja, mit den Daten über ihre Kunden. Und, sag mal, weißt du, wie das ist? Kann man direkt zu der gehen, wenn man zu der will? Oder muss man da irgendwie... Über das Prozedere stand nicht viel drin. Da, also die hat keinen Terminplan offen liegen oder sowas. Ach so, also doch, die hat ein paar Kunden tatsächlich, bei denen sie, also sie hat sich Kunden eingetragen. Aber es scheinen nicht unendlich viele zu sein, im Gegensatz zu denen, die ihr schon gesehen habt, die da drin waren, und im Gegensatz zu den anderen Noten, die haben ja auch Terminkalender. Okay. Ich frage mich immer noch, wie sie sich finanzieren. Durch Ficken? Du hast doch seine die Finanzdaten von dem scheiß Club. Jo. Die Preise, was die, denn sind, schon? Die Preise sind schon deutlich höher als im normalen Puff, aber es wird nicht ausreichen. Ob man dann vielleicht noch... fährt die neben, also fährt die mehrgleisig, es kann ja durchaus sein. Ja. Dass einfach was nicht verzeichnet ist. Wobei die das doch eigentlich offenlegen muss, finanztechnisch, oder? Wenn das ein legaler Schuppen ist. Kauft sie? Was für Krams kauft sie bei den Talisgrämmern? Sachen, die du auch aus dem Wald sammelst. Und zum Teil bezahlt sie dafür auch nicht immer. Also, oder sie macht es von einem privaten Konto oder sowas. Sie baut. Sie baut. Die dickesten Joints von ganz Moskau, Freundchen. Nee, sie baut magische Materialien. Naja. Genau, magische Materialien. Naja, ja klar, das ist. Na, wie sieht denn das aus? Also irgendwie muss sich der Laden ja finanzieren. Wie finanziert sich der Laden? Also macht ihr die ganze Krise? Wenn die quasi, wenn die durch Rohreagenzien daraus vernünftige Reagenzien macht, beziehungsweise halt ja, klar, wirklich die magischen Scheiß. Geld ein, aber was sagt ihr denn dem Finanzamt, dass die drei, na gut, die könnten schon sagen, dass sie ein paar Kunden mehr hat, so sieht's nicht aus. Ja, Scheinrechnung. Ich sag mal, ihre Nutten verdienen im Gegensatz zu dem, was da pro Kunde verlangt wird, trotzdem nur so viel wie die normale Nutte. Alles klar. Die Sicherheitsdudes, die sind auch nicht überfinanziert. Gut, dann
Genau, Vlad wollte ja nochmal Bescheid wissen, was da mit dem Bullen läuft, naja. Nee, wollte er nicht explizit. Ah ja, gut, stimmt. Juti. Wenn das mit dem Bullen nicht so hart ist, dann können wir auch mal mit der quatschen. Ohne Säbelrasseln, wenn es möglich ist. Ja, ist klar. Ha 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 ha. Kaban checkt trotzdem gerade mal seine Knarre. Also sprich, lassen wir den Toaster und die Hühnchen so zu Hause. Ja, naja, mit der Knarre wirst du da sowieso nicht reinkommen, Kaban. Wir wollen uns in ihrem Laden, wo sie die Sicherheitskräfte hat, mit ihr treffen. Kaban, du bist eine Waffe, hast du mal gesagt. Ja, aber Ich trotzdem. erinnere dich dran. Und ich auch, wenn ich will. Manchmal. Vielleicht. Ja, aber 2 gegen 3 Die oder wird uns vier. aber, wenn wir da keinen Scheiß bauen, hat die überhaupt keine Berechtigung, uns in ihrem Laden sofort zu zermatschen. Das Das wird wäre die auch echt nicht. ungerecht, Kaban. Das wird die auch nicht machen, glaube ich. Ich hätte dann auch noch die Idee, dass wenn ihr da reingeht und mit ihr sprecht, so von Typ zu Typ und so, ihr immer noch sagen könnt, wenn die sozusagen anfängt rumzufauchen und so, hör mal. Benimm dich sonst. Ja, könnte ich. Da sitzt so einer, der hat so die Daten, deine Patientenakten und. Das willst du doch nicht, dass das an die falschen Leute gerät. Ja, das ist mir schon klar. Das wäre auch mein Argument gewesen, was ich ihr gegenüber angebracht hätte. Aber wir müssten erstmal bis zu ihr kommen. Aber ich denke schon, dass das möglich sein sollte. Ja. Wir können auch einfach mal kurz mit der quatschen, wenn die sowieso draußen auf der Straße ist. Dann müssen Ja, wir nämlich gar nicht zu der rein. das wäre mir lieber. Dann machen wir das doch einfach. Ich glaube auch nicht, dass sie dann zu viel Mist baut. Richtig, So. wenn sie nicht noch Sicherheitskräfte hat, die, wo sie sagen kann, ah, die haben mich angegriffen, mimimi, schmeiß die mal raus, dann werden die Wir auf jeden müssen Fall die ja. durchgreifen. Ja, wir müssen. Haben wir nicht vor, sie anzugreifen, sondern ich will tatsächlich nur mit ihr reden. Ja, Was das war mir anderes will schon ich gar klar, aber. nicht. Und, Dass du sie nicht angreifen willst, ist klar, aber wenn die durchdreht, ist es immer noch ein Infizierter, der durchdreht. Ja, ich weiß. So, was ist jetzt mit dir? Sie schaut in Richtung TikTok. Was soll mit mir sein? Kneifst du das Schwänzchen ein oder kommst du mit? Es hat nichts mit Schwanzeinkläff zu tun. Ich halte es einfach für sinnvoller, dass einer sozusagen im Hintergrund bleibt. Alles klar. Schwanz einkneifen. Alles gut. Ich will da nicht rein, bitte Jojo, das klingt scheiße, ich möchte das nicht. Hör, der kleine Kneif vor den Schwanz ein. Nee, es ist alles easy. Bleib hier. Du kannst dann zur Not irgendwie, was weiß ich, Bescheid sagen, irgendwem Bescheid sagen, wenn irgendwas richtig schief läuft oder so. Mache ich. Kaban, wenn du deine Drohnen irgendwo hast, dann wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn er über die Drohnen mitverfolgen kann, was da passiert. Wenn du ihm Zugriff gibst. Klar, kein Problem. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir sie einfach ab, wenn sie sowieso rausgeht und die Knarre müssen wir nicht ziehen, erstmal, bitte. Das klar, Ich aber sag's ja nur, Kaban, ich sag's ja nur. ich will die auch nicht provozieren. Gut, dann mach's auch einfach nicht. Was soll das denn heißen? Ich bin diplomatisch. Wenn du schläfst, ja. Das Schnarchen und den Furz, den er manchmal lässt, den kannst du nicht als diplomatisch bezeichnen. Du kannst diplomatisch sein. Ich weiß, dass du das kannst. Siehst Aber du? bei Leuten, die du, also bei denen du dich nicht direkt unwohl fühlst, sodass du zeigen musst, greif mich nicht an, weißt du? Das ist wie so ein, du bist manchmal wie so ein Rottweiler, der zuerst knurrt. Ich kenne das, weil ich selber so bin manchmal, aber ne? Bei dir wirkt es sehr viel bedrohlicher, wenn du die Zähne fletschst, als wenn ich das tue.
Ja. Kann ich in meine Express-Drohne eigentlich die kleine fliegende Sprengstoffdrohne reinpacken? Sodass die Express-Drohne die dann einfach ausschmeißt und die fliegende Sprengstoffdrohne ihr Ziel sucht? Nee. Moah. Aber. Kann man das modifizieren, dass das geht, dass die Drohne ihr eigenes Fach aufmacht? Sag mal so, du nimmst so eine Art Gecko-Handschuhmaterial, ne? Pappst das unten an die Express-Drohne dran. Dann pappst du das selber an die Sprengstoffdrohne. Dann verbindet sich das. Mit einem Befehl koppelt sich das ab und die Sprengstoffdrohne kann eigenständig rumfliegen. Das Ist finde ein ich bisschen gut. sperriger, aber möglich. Finde ich gut. Machen wir so. Außerdem kann man, glaube ich, nicht, dass sie sofort anfängt, übelsten Mist zu bauen, wenn sie sich mit jemandem unterhält, der offensichtlich mit der ortsansässigen Gang irgendwie zu tun hat. Und das ist dann sogar ein Punkt, an dem ich ihr das irgendwann mal offenbaren werde und offenbaren muss, um eine Einigung für diese Situation zu finden. Ja, ist okay. Ich will nur gewisse Vorbereitungen treffen. Das ist ja auch gut und ich weiß das zu schätzen. Sehr schön. Beim nächsten Mal gehe ich als Kugelfang mit, damit Karin aufhört, seine Eier hier auf meinen Tisch zu legen. Die riechen nach Käse. Auf deine Schultern. Auf den Kopf wohl eher. Bei der Dann bricht er zusammen. Besser auf die Schultern. Kugel. Als Kugelfang, was willst du abhalten? Platzpatronen. Ja, wahrscheinlich. Da krieg ich, durch den kriege ich ja nicht mal halb, Wasserbomben will er abhalten. durch den kriege ich nicht mal halbe Deckung. Durch den. Da Denk. kriegen die Gegner plus zwei, weil sie denken: Alter, ich will nicht auf ein Kind schießen, ich muss besser zielen. Ich kann ihn als Schild missbrauchen. Jojo kann ihn als halbe Deckung benutzen. Nee, zu dünn. Okay. Wenn ich quasi hinten durch sein T-Shirt nach oben greife, an den Bund quasi am Hals, dann hab ich da quasi so ein Schild, was ich hochreißen Aber danach wirkst du, pass auf, danach wirkst du ein Hacker, der sich quasi per Definition mit dir im Nahkampf befindet. Oh, Kaba. Der Plan war eigentlich vor, dann mit ihm loszuchargen, den gegen den Gegner zu drücken und dann befindet sich mit der Gegner mit dem im Nahkampf. Oh, shit, Alter. Das ist Ultimo-Waffe. Ich sag mal, mit der Technik das Decker-Sandwich. rennst du einfach damit nach Essen, sagst, ey, lauf mir, wir haben da mal noch mal zum Quatschen, dann wirfst du den Decker auf den, dann ist Lauf einfach tot. Vielleicht solltest du den Taschenelfen oben an der Drohne festmachen und nicht deinen Sprengstoff. Leider ist der Taschenelf echt zu schwer für die Drohne, aber. Hackerfeld! Das ist wohl mal echt Man eine könnte auch den digitale Hacker an den Bombe. Beinen fassen und mit dem Hacker auf einen anderen Typen noch einschlagen. Ist die Nahkampf-Atombombe. Gilt das dann als Nahkampfangriff? Unterstützt Als Nahkampfangriff für den Hacker? improvisierte Nahkampfwaffe. Es gab, glaube ich, es gab, genau, es gab im SR4-Buch, war das, glaube ich, Ja, das ist improvisierte richtig. Nahkampfwaffe Mensch. Mensch. Nee, es war improvisierte Wurfwaffe. Oder improvisierte Wurfwaffe Mensch. Irgendwie sowas auf jeden Ja, macht Fall. Konsti Schaden. War immer Ja, super. genau, man konnte Ich sich sagen, fand fand ich es immer super. schon, es war halt auf einer Linie mit schmetterlingsgeflügelten Benji-Magier, das muss ich sagen. Mein Ich finde es Troll hat trotzdem mega es mal witzig. gemacht, dass der mit einem Magier einen anderen Magier verprügelt hat. Als Troll darf man das. Also ich finde, als Troll darf man auch Menschen als improvisierte Schlagwaffe verwenden. Darf man, aber ist halt echt wenig effektiv. Ja, Das ist natürlich ist richtig. das wenig effektiv, aber ich finde es trotzdem witzig. Das hat sowas so ein bisschen dieses Cineastische, wenn du Menschen in andere Menschen reinschmeißt. Ja, aber dafür einen Schadenscode festzulegen, halte ich immer noch für. Das macht man ja auch nur aus stiltechnischen Witzigkeitsgründen. Ja, gut. Ich finde, da darf man das auch. Da darf man das auch. Um zweimal ja gleichzeitig zu verprügeln. Also ich finde, dass man einen Menschen durchaus in eine Gruppe anderer Menschen hineinschubsen darf, was ja durchaus zumindest zu einem kurzzeitigen Gleichgewichtsverlust führen kann, was zwar keinen Schaden macht, aber wenigstens möglicherweise die Leute eine Runde beschäftigt. Das finde ich auch vollkommen cool, aber dann würde ich halt sagen, das macht natürlich keinen Schaden. Du schubst halt jemanden. Bei Frauen, da musst du nicht zuschlagen. Aber, weißt du, Da reicht in die Ecke schuppen. genau. Da musst du ja nicht unbedingt dann Schaden machen, aber Ach, Jutif. Gunfist. Ich vermisse ihn auch, Deli. Du nicht? Nö.
Das klingt vernünftig. Leute, wir machen jetzt erstmal ein Folgenende. Jo. Und ich bin nochmal Festival-Brause wegbringen. Du musst echt lernen, deine Blase besser zu kontrollieren. Ich hätte echt gern Fäkalienbehälter. Schulmädchen-Report Nummer 3. Penis Garage, she makes things so very convenient for me. She's my all night penis garage, penis garage, penis garage, penis garage, penis. Hi. Männer, ne? Entwickeln ja Instinkte. Also zum Beispiel, wo der nächste Bierladen ist. So. Aber auch andere sexistische Dinge. Zum Beispiel, Beschützer- und Kümmerungsinstinkte bei Instinkte bei Frauen, vor allen Dingen, wenn sie schwanger sind. Das, was da ausgehalten wird, ist ja auch unglaublich. Aber ja, darum geht's ja gar nicht. Aber bei allen Frauen, die nicht zurechtkommen, werden viele Männer kümmerig. Ne? Das ist ja auch ein Wort. Und was viele dann auch als erstes tun, ist versuchen, jetzt aufgepasst, die Alte zu füttern. Also indirekt. Ich weiß nicht warum, das ist voll witzig, musst du mal drauf achten. Die bieten denen dann immer was zu phrasen an. So wie Kaban, der bringt ja jetzt auch öfter mal hier da Schokotürtchen hier backen und da gibt er den super süßen Megakaffee mit dem ganzen Shit. Ne? Also er versucht ja auch so ein bisschen zu füttern. Das finde ich voll witzig. Und er hat auch nach dem Jahr oder so, wo die jetzt schon nicht mal klarkommt auf ihr Scheißleben, ja, sie kommt inzwischen besser klar. Bullshit. Auch noch nicht begriffen, dass sie ja kein Genussempfinden mehr hat und deswegen diesen ganzen Süßkram nicht mehr frisst. Das ist voll witzig. Das bemerkte er nicht, aber ist ja auch Kaban. Was willst du da groß erwarten? Warum spreche ich das an? Naja, offensichtlich, weil ich das für das Spannendste in dieser Folge hielt. Oder vielleicht, weil es das Einzige ist, was hier steht. Und wenn das da nicht dasteht, dann ist ja auch nichts gewesen. So. Nicht? Schön. Ja, ansonsten fällt mir auch tatsächlich nichts mehr ein, deswegen hier die Intro-Musik ist von Lamprey mit dem Titel Parasite auf dem Album Greener Grass und Outro ist von The Cheesemites, Cheese My All Night Penis Garage. Kanalbild von Avery Cheap mit dem Titel Doomsday und aller Rechte auch scheiße in der Videobeschreibung, sowie die ganzen sinnlosen Bilder, wenn es welche gab. Und bis zum nächsten Mal, kleinen geilen Mills Bros.